Hallo liebe Mutzis, hier ist der andere Mutzi und ich melde mich kurz mit einem Update zu meiner brandneuen Tour. Sie ist ja wirklich noch sehr, sehr neu. Zwei Tryouts habe ich bis jetzt gemacht von Zero. Das erste ist schon gut gelaufen, das zweite ist schon sehr gut gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin in meinem Fahrplan voraus. Und das hat ich nicht gedacht. Und das freut mich wahnsinnig. Und darum habe ich noch weniger schlechtes Gewissen, das zu bewerben, wie sonst schon. Darum möchte ich natürlich kurz erwähnen, dass die nächsten Shows anstehen. 5. Oktober nochmal ein Tryout in der Kleinbühne in Chur. 6. Oktober in der Kantine Bülach. Tolle Support-Acts in Chur haben wir den Rolf Schmid himself in Bülach, der Matteo Gudenrath. Dann 18. Oktober bis mit 21. Oktober spiele ich in Basel im Theater Fauteuil. 18. Oktober ist die Premiere. Dort hat es nur noch ganz wenig Tickets. Für die anderen Shows noch ein bisschen mehr. Dann 27. Oktober im LWB in Baden. Am 16. November im Kulturzentrum Hollestein in Glarus. 25. November in der Kulturfabrik Kofmel in Solothurn. Am 29. November Parterre Luzern, 30. November Hidden Harlequin Jazz Club in Zug. 2. Dezember im Theater am Käfigturm in Bern. Am 7. Dezember im Kiff in Aarau. Und dann nächstes Jahr für den ersten Teil der Tour haben wir noch 8. Februar in der Oberen Mühle Dübendorf. 28. Februar in der Grabenhalle St. Gallen. 5. März Bernhard Theater Zürich, 8. März Marabu Gelterkinde und 21. März Kulturzentrum Braui in Hofteren. Tolle Support-Acts, habe ich schon gesagt. Der Rolf Schmid ist eine einmalige Geschichte in Chur. Der Matteo ist immer wieder dabei. Und auch andere tolle Comedians. Leila Ladari ist am Start, der Benjamin Delahaye und der Teddy Hall. Zum Teil allein, zum Teil sogar zu zweit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite joelvonmutzenbecher.ch und dort kann man auch gerade Tickets kaufen. Ja, und für ein paar Shows sind schon recht viel weg, also mach das, bevor es dann ausverkauft ist und ihr mir irgendwie auf Social Media schreiben, was jetzt genau noch machbar ist. Weil wenn es weg ist, ist es weg. Also kommt vorbei, ich freue mich. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Peace! Also ich muss gerade mal schnell die Elephant in the Room ansprechen. Ich nehme jetzt mal an, Toblerone Praline hast du als Geschenk mitgebracht. Und Blumen. Und das war meine zweite Frage. Ja. Ja. Kennst du die? Das sind Bromelien. Okay. Die sind super, weil die blüht genau einmal auf und dann verreckt es. Und mit Pflege kannst du eigentlich das Verrecken noch ein bisschen rauszögern. Das ist wie die meisten Beziehungen. Das ist kein Plastik. Nein, die ist echt. Die sieht aus wie Plastik. Nein, die ist echt. Und die ist sehr pflegelich. Muss man eigentlich nicht viel machen. Super. Ja. Also ist die Idee gewesen, dass die für das Studio ist? Ja, fürs Studio. Genau. Würde ich sagen, die Endstationis freuen sich riesig, dass sie auch mal ein bisschen etwas... Ah stimmt, die benutzen ja auch euer Studio. Dass die auch mal genau. Etwas Grienz haben. Richtig. Sich. Aber ja. Ist sehr schön. Die ist toll. Ja. Und das beweist, du bist jetzt 2-3 Mal das Thema gesehen in den letzten Podcasts. Wirklich? Ja, wie gesagt, du bist ein sparsamer Mensch, aber großzügig. Du bist mit dir selber sparsam. Das stimmt, ja. Aber das sage ja nur ich, das weiss sonst niemand. Und... Ja, eben. Und jetzt einmal mehr der Beweis. Soundeffekt. Dass du ein sehr großzügiger Mensch bist. Und wie großzügig, kann ich dir sagen. Fast 14. Plus noch 8 Franken für Toblerone. Fast 14-fache Großzügigkeit. Genau. Danke vielmals. Bitte, bitte. Ich habe eben mal so eine geschenkt bekommen und dann ist sie verreckt. Und dann bin ich online nachlesen, du könntest irgendwie die Blüte rausschneiden und dann musst du irgendwie Wasser einlegen und so. Aber lass sie einfach sterben und röse fort. Ist viel einfacher. Du hast nicht so viele Pflanzen, oder? Doch, mega viel. Ah ja? Ja, ich habe jetzt gerade eine Pflanze, eine Palme geschenkt bekommen.
Und mittlerweile sind es etwa 8 Pflanzen drin. Aber es sind alle nur grün. Ja. Mhm. Ich finde die geil, wo so irgendwie noch so violett werden. Weißt du, so lila, pink. Wo die Blätter in irgendeinem Stadium kriegen, sie so einen rosarot Schimmer und so. Ich finde die geil, wo Viecher fressen. Hast du als Kind immer so eine gehabt? Fleischfressende Pflanzen. Ja. Das war doch mal der Hype gewesen. Absolut. Ja. Wobei, es gibt natürlich schon, ich habe irgendwie eine, die ist gut gegen Viecher. Ich merke es einfach nicht so, aber... Also die frisst Viecher? Anscheinend, ja. Ah, geil. Ja. Und dann klappt sie so zu, oder? Nein, irgendwie anscheinend tut sie so abwehren und... Ich komme nicht raus. Okay. Ich habe jetzt eine Pflanze ab. Jetzt bin ich so weit. Oh, wow. Ja, aber wahrscheinlich, wo du so einerseits alle deine Pflanzen eindrehst und dann machst du die Gießplan und dann gibt es dir immer eine Erinnerung, wenn du wieder solltest und so. Kannst du auch fütteln und dann sagt sie dir, was nicht stimmt mit der Pflanze. Richtig. Und du hast sogar einen Berater. Also wenn jetzt die KI noch nicht so gut ist, um zu erkennen, was jetzt da genau passiert ist, dann kannst du effektiv einem Berater das Foto schicken und mit dem chatten. Dann schreibt er dir, was zahlt man für so einen Service? Ich habe jetzt einmalig, lebenslang, nicht ganz 50 Stutz gezahlt. Ja, geht noch. Gell? Ja. Ja, weil das andere war dann irgendwie so Klassiker, 5 Stutz im Monat und so. Ein Kollege? Ich bin so ein Hasser von diesen Abo-Prinzip. Ach, die Abo-Fallen, die sind so schlimm. Und vor allem, wenn man eins hatte, InShot, kennst du das? Yes. Und, dann habe ich aber kein Abo. Ja, ich weiß, aber ich hatte jetzt ein Abo für ein Jahr und es kostet irgendwie 3.20 Franken oder so, wirklich nichts. Und jetzt ist es abgelaufen und jetzt die Werbung ist so penetrant und nervig, dass ich wirklich direkt wieder gelöst habe. Die Werbung ist so schlimm. Und dann so anschleichen, dann, weißt du, wenn du versuchst, das Kreuzchen zu drücken, damit sie zugeht, dann irgendwie, das ist so programmiert, dass trotzdem immer das Pop-up aufgeht. Aha, bei InShot habe ich es noch so können machen. Dort habe ich eben auch noch so eine Live... Dort haben sie, glaube ich, das Abo-Prinzip noch nicht gecheckt. Du bist noch einer von den Ersten. Ja? Wie bei WhatsApp, wo man noch nicht zahlen musste. Muss man bei WhatsApp zahlen? Anscheinend jetzt. Ich glaube, wenn man es runterlässt, muss man einmalig was zahlen. Ah, wirklich? Ja, ja, der Mark will Geld. Ja gut, bei Microsoft hat es mich so aufgeregt. Mit dem 365? Ja, das ist einmal? Scheiße. So, ich habe noch immer das alte auf dem Mac. Das ist, glaube ich, Office 2016 oder und, so. Und ich habe mit einem neuen Mac zu da und ich habe alles übergedreht. Ja, aber die Microsoft-Apps, wenn du die aufmachen wolltest, hat es geheißen, hey, jetzt der Single 365. Genau, mit also Cloud. 70 Stutz im Jahr. Ja, alle die Clouds, wenn du die zusammenrechnen würdest, habe ich das Gefühl, ich hätte irgendwie, keine Ahnung, Tadschikistan Terabyte. Das Abo-Modell. Das in der Größe von Tadschikistan. Ein Kollege von mir hat sich eine App geholt, mit dem kann man Vögel fotografieren und dann sagt er, was für ein Vogel das ist. Oder du kannst die Stimme aufnehmen. Ja, was bedeutet, wenn man schwul ist und anfangs 40, man muss wirklich im Leben neue Inhalte finden, um das noch irgendwie auszufüllen. Ich finde das so absurd. Dann haben wir irgendwie was ist das, was über die Autobahn kreist und irgendwie Kadaver will fressen? Mäusebussard. Das ist das große Ding. Weil ich sage, jedem Greifvogel. Milan, genau. Ja. Und dann, nein, es ist ein Rotschwanz. Irgendwas. Es gibt wie zwei, die im Grunde genommen gleich aussehen, aber der eine hat so einen Zacken hinten in den Schwanzfedern. Und dann lernt man so Sachen. Das ist, und jetzt ist er am ornithologischen Verein beitreten. Jawohl. Und geht dann teilweise an der Wochenende irgendwo ins Jura Vögel beobachten. Das ist doch Weltklasse. Findest du? Das ist absurd. Also, die Janik ist ja so ein Vogelfan. Okay. Und das hat sie aber nicht so lustig gefunden. Ich habe ihr dann mal den Clip gezeigt, wo der Conan im Central Park mit so Ornithologen Birdwatching geht machen. Und er macht sich natürlich schon ein bisschen lustig über das Ganze. Aber es ist aber schon faszinierend, weil du siehst dann auch irgendwie, wie viele verschiedene Vögel es schon nur in so einem Central Park gibt. In einem vom Mensch künstlich kreierten Grünfeld. Ja? Ich glaube, immer noch das größte auf der Welt. Das sind ja, ich glaube, hunderte. Was ich jetzt bis halb wissen, aber ich glaube wirklich, also ich sage mal, extrem viele verschiedene Vögel, die dort rumfliegen. Ja, wenn einen das begeistert, warum nicht? Es erinnert mich an den, ich weiß nicht, hast du ihn jemals auf die Bühne gebracht? Was? Den Joke, den wir rumstudiert haben. Mit welcher Seite? Nein, mit dem... James Bond? Mit dem Ian Fleming. Ja, oder? Natürlich. Wo der James Bond so genannt hat, weil er in seinem Bücherregal...
hinten hat er ein Buch gehabt. Ein Buch von einem James Bond. Und ja. Der war Ornithologe. Gewesen. Genau. Ja, und dann haben wir doch irgendwie an einem Job studiert. War, genau, also das Buch heisst Birds of the West Indies, geschrieben von einem Ornithologe namens James Bond. Richtig, der James Bond ist ein Vogelforscher. Jetzt wisst ihr auch, warum in dem Film so viel gevögelt wird. Ah, so hast du ihn gemacht. Genau. Ich habe immer studiert, irgendetwas von wegen, der eine ist gut so Vögel und der andere irgendwie so, was hast du noch vorgeschlagen? Das habe ich eigentlich probiert, hat aber nicht funktioniert. Das funktioniert nur dialektisch. Ja. Das funktioniert nur mit dem Basler-Ding. Ah, da hat dann auf Hochdeutsch war es wahrscheinlich auch gegangen. Ja, müssen wir mal noch testen. Mhm. Genau. Das finde ich übrigens auch gute Podcasts, wo Witz besprochen werden oder so Bits, wo... Das habe ich mit dem Charlie gemacht. Wirklich? Ja. Haben da alles Zeugs angeschaut, für das man sich schämt oder irgendwie so Zeugs, wo nicht funktioniert hat? Nein, ich habe ihm Zeugs erzählt, wo super raw ist, vielleicht fürs neue Programm. Ja. Und jetzt haben sogar ein paar Leute einfach zurückgeschrieben und jemand hat mir einen ganz guten geschickt. Also ein Joke, den ich finde, den kann man so brauchen. Oh, geil. Weil ich studiere an einem Bit rum, das erzählt das halt. Ja. Also du findest ja anscheinend scheiße, wenn man das macht im Podcast. Nein, okay. Also je nachdem wie, also wenn es 1,5 Stunden ist, denke ich so, ja okay, du hast irgendwas über Automiete, also jetzt hätten wir nicht mehr 1,5 Stunden über Enterprise reden oder so. Nein, also ganz kurz, ich habe eine App gesehen, die heisst, also es ist ein Schrittezähler, sie heißt Pedometer. Weil Pedo für 10 steht, 10'000. Nein, weil Pedo für 4 steht. Ah, blöd. Ja. Aber warte, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Ich tue Kopf. Gut, ja. Und dann habe ich gefunden, ich könnte halt mir irgendwie so etwas ausdenken, so etwas wie das Lime-Line-Ding, das ich gemacht habe. Mhm. Also halt alle die klassischen Verwechslungsdinge, oder? Dass dann halt jemand von seinem Pedometer erzählt, wo alles super ist, aber ich verstand es anders oder umgekehrt, wie auch immer. So. Und dann ist halt so ein bisschen der Gedanke gesehen, keine Ahnung, wenn du die Morgenspaziergang machst bei der Schule vorbei, weißt, dann ist der Pedometer happy und so. Und jetzt hat mir jemand geschrieben, ich würde gerne den Namen sagen, aber das findet man sicher. Auf dem letzten Podcast mit dem Charlie als Kommentar, Sonntagsschulreise gehabt, der Pedometer hat Freude gehabt. So, das habe ich nicht schlecht gefunden. Und ein Kollege von mir hat mir einen Ausschnitt geschickt von einer Schulinformation, wo sie sagen, wenn die Kinder zu lang zu Fuß gehen müssen, dann könnte man doch mit anderen Eltern gemeinsam einen Pädobus organisieren. Oh Gott. Und jetzt habe ich das Gefühl, das wird es bitte. Mhm. Einfach wie man probiert, andere Eltern zu mobilisieren, dass ihre Kinder doch bitte auch bei dem Pädobus mitmachen auf dem Weg in die Schule. Genau, wir haben einen arbeitslosen Pfarrer gefunden, der einen fährt. was ich wollte sagen, nicht Pedo, ursprünglich hat das, glaube ich, Mappometer geheissen. Ja, der Schrittezähler ist ja eine japanische Erfindung. Hat man gemacht, warte jetzt, gefährliches Halbwissen, um die Olympiade dort oder so zu nutzen, um halt irgendein Produkt zu promoten. Und das hat eine japanische Firma erfunden. Und ich glaube, es hat ursprünglich Mappometer geheissen. Und Mappo heisst eben 10 oder 10'000, irgendwie so. Mhm. Und wie der immer gesagt, 10'000 Schritte am Tag. Aber das hat null wissenschaftlichen Hintergrund. Das hat einfach irgendein PR-Mensch hat das mal festgelegt, hey, das wäre noch gut zum Vermarkten, wir sagen einfach 10'000 Schritte am Tag. Yeah. Und bis heute haben die Leute das Gefühl, wow, wenn ich 10'000 Schritte am Tag gemacht habe, dann lebe ich gesund und nehme nicht zu. Und so. Das ist völliger Bullshit. 10'000 Schritte, nichts. Also wenn du, anscheinend, es geht eben nicht um die Schritte, sondern es geht um die Intensität. Also du solltest irgendwie pro Tag, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Mal etwas machen, wo 5 Minuten geht, wo du zum Schwitzen kommst. Mhm. Das ist viel wichtiger. Yeah. Und dann kannst du auch weniger als 10'000 Schritte machen. Mhm. Ja. Aber ich habe auch immer ein bisschen mein Empfinden gesehen. Mein Service-Public-Teil für den Podcast. Aber es kann jetzt noch irgendjemand recherchieren, was es genau ist. Also es sind natürlich wegen dem Pedometer sind natürlich dann auch die Nerds gekommen, ja. Wo natürlich dann erklärt haben, warum es so heisst. Und das ist mir schon klar. Latinisch irgendwas, ja, oder? Aber das ist ja nicht Comedy. Also wenn hast du schon Comedy, wenn man immer alles richtig versteht und alles richtig herleiten kann. Mhm. So. Einfach gar nicht, oder? Aber das gibt es ja wirklich Pedo, Leute, per Pedes, zu Fuß. Ja. Nein, ich denke, wahrscheinlich kann man dort noch etwas machen. So. Wir sind jetzt gerade in
Pompeji gewesen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, yeah, wie du Pedro gesagt hast. Und das ist super. Pompeji. Du bist schon mal gewesen im Pedopei. Das ist super interessant, weil das ist ja, das habe ich gar nicht gewusst, das ist eine Hafenstadt gewesen. Und eigentlich, dort haben nicht gross Menschen gelebt, sondern es war halt mehr so Amüsiermeile und ein Markt gewesen. Und dort gibt es heute noch so einen Penis-Wegweiser in den Bodenstein, der darauf hinweist, wo früher ein Buff war. Und da kannst du durch das ehemalige Buff durchlaufen. Und oben hat es wie so ein Menü, wo, also es sind so Zeichnungen, die dort drauf sind, wo man so sieht, was man hätte können wählen. Okay. Genau. Schau, da sollte ich... Genau den Penis habe ich gefötelt dort. Der rechts, ja. Perfekt. Und dann, das ist jetzt, wo der Frank noch öfters sagt. Genau. Und damals übrigens alle bisexuell. Also hat man können... Im Gegensatz zu heute in Italien. Das ist ja... Das hat sich ein bisschen verändert. Wobei, gell, wir sind in Mailand gesehen. Mhm. Und wir haben dort... eine Strasse gefunden, wo jetzt anscheinend so die Gay-Meile von Mailand ist. Ah, wirklich? Oh ja. Mit Läden oder wie äußert sich das? Viel Bars und aha, einfach die Menschen sind nicht einmal in der Bars, sie sind auf der Strasse. Also du kannst eigentlich... Ist es fast 10 Minuten vom Bahnhof entfernt? Ja, 15 so, ja. Ja, genau. Gibt es gute Apero und so? Ja. Du, Drinks sind in Ordnung gesehen, mhm. Ja. Ich bin dann früher gegangen, was die anderen gemacht haben, weiß ich nicht. Und mit wem bist du denn da gewesen? Der Charlie ist dabei gewesen. Ah, okay. Tim ist dabei gewesen. Ja. Und noch drei andere Kollegen. Sehr gut. Formel 1 sind wir geschaut. Ah, in Monza. Yes. Ah, geil. Das war erst gerade kürzlich gewesen, yes, oder? Ja. Wo wir durch Italien gereist sind, haben wir noch die Werbung gesehen für das. Mhm. Für in Monza. Ja. Meinst Pompeji ist abgeleitet, auch Etymologie ist irgendwie Pompenis ursprünglich oder so. Bestimmt. Wenn die da schon sind. Bestimmt. Und lustig im Fall, das habe ich nicht gewusst, Lava ist gar nie bis Pompeji geflossen. Das ist eine andere Stadt, die im Lava untergegangen ist. Das überrascht mich jetzt aber. Aber die Leute in Pompeji sind alle an der Asche verreckt. Ich liebe das am Frank. Der Frank ist wirklich so eine Fun Fact. Fun Facts sind super. Eine Fun Fact Schatzkiste. Wo wir jetzt in Österreich gesehen sind, mit dem Keller, ja. Dort hast du mir ja wirklich den Gong gegeben. Dort haben wir irgendwie, ich irgendwie, glaube noch so ein bisschen arbeiten. Und der Keller ist, glaube ich, schon pennen. Mhm. Er geht irgendwie um 9 Uhr schlafen. Mhm. Das heisst, wo er dann um 10:30 gegangen ist, ist für ihn schon... Genau, du hast schon müssen, genau. Komplette Insomnie. Ja. Und dann hast du mir eben eine Info nach der anderen rausgelassen. Und dann bist du, glaube ich, wirklich am Ende gesehen von allen Fun Facts. Und dann hast du gesagt, oh, willst du mal, wie hast du es gesagt? Ich habe es mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Willst du mal die bequemste Unterhose sehen? Stimmt, ich hab die Unterhose dabei gehabt von Uniqlo. Ich habe gesagt, okay, Frank, jetzt ist es wirklich super. Gut. Jetzt ist es wirklich gut. Ich bin genäht. Das ist einfach ein ganz neues Gefühl. Das sind so Sloggies. Sloggies für Männer. Was sind Sloggies? Gut, das weißt du natürlich nicht so. Keine Ahnung, nein. Sloggies sind eben so Unterhosen ohne Naht. Ja. Für Frauen? Ja, also ich nehme es an, ja. Okay. Ja, wahrscheinlich so. Aber das Material ist auch so speziell. Es ist sowieso... Fast synthetisch. Richtig, yeah, genau. Es ist wie ein sehr dünner Neoprenanzug. So würde ich es beschreiben. Super. Und sie sehen super unsexy aus, aber sie sind mega bequem. Aber das hätte ich gewusst, jetzt bist du am Ende vom Latein. Ausverzählt, genau. Oh Gott. Oh. So, wie sind wir jetzt überhaupt auf das gekommen? Wegen Italien und... Ornithologen, Vögel, Pedo. Genau. Yes. Das müssen wir nur noch, du musst nur noch überprüfen, ob es ursprünglich mal Mapometer geheißen hat. Das Mapometer. Oh, tatsächlich? Hm? Und ist das der Schrittezähler aus Japan ursprünglich? Dann muss ich mal schauen, wie gut habe ich meine mapometrische Weltkarte. Das ist aber irgendetwas anderes. Dann muss ich noch mal recherchieren, was... Ja, okay. Wow. Da kann man mal ausrechnen, wie lange geht es von Paris auf Seoul zu Fuß. Hast du das auch gehört im Freundeskreis, dass die Leute auf Facebook ihre Route gepostet haben? Mm-mm. Oh, ich habe ein paar so Leute gehabt, da sind sie irgendwie, weißt heute bin ich 3,8 Kilometer gerannt und danach hast du auf der Karte gesehen, wo sie durchgehen. Das war verknüpft mit irgendeiner, genau, Running-App. Und das Gleiche mit Velofahren.
Runtastic. Genau. Und ich glaube, es war so Farmville-Zeit gesehen. Richtig, Facebook ist, glaube ich, komplett tot, oder? Nein, Facebook hat eben schon noch... Kommt es wieder? Ich glaube nicht, dass es nochmal kommt. Es hat sich halt einfach transformiert. Es hat sich verändert. Aber Facebook hat schon noch... Es ist wirklich ein bisschen Boomer-App. Ja. Aber das hat schon noch Traffic. Okay. Also ich glaube, Rob seine Reels sind, glaube ich, auf Facebook sehr steil gegangen. Mit Facebook-Reels gibt es jetzt auch. Stimmt, ja. Ich tue es immer verknüpfen mit Insta, aber schaue nie rein, was dann bei Facebook passiert. Ja, ich habe einen gehabt, der dann irgendwie ein bisschen abgegangen ist. Und hat tatsächlich auf Facebook hat das nochmal ein paar Follower reingespielt. Ja, auf Facebook habe ich 8000 Fans. Das ist ja Wahnsinn. Hey, da haben wir gleich viel. Ja, und, aber weißt du wieso? Weil ich mal ursprünglich so eine Satire-Seite hatte. Natürlich. Und die habe ich nicht mehr gebraucht. Und ich dachte, oh, weißt du was, ich tue jetzt einfach merchen mit meinem Der Enthüller. Der Enthüller! Genau. Und ich weiß noch, dass ich mal einen Artikel gelesen habe von der Enthüller, den ich sehr lustig gefunden habe. Das ist schön, dass es eine dein Herz geschafft hat. Wo, nein, also weißt du, wo ich die glaube ich, noch nicht mal kennt habe. Okay, sehr gut. Wo irgendwie bis zu mir gekommen ist. Ja. Ich frage mich im Fall, ob das heute noch funktionieren würde, weil der Postillon gibt es ja noch immer, Was so Fake News Titanic. Macht und lustig. Die Titanic ist am Absäbeln, also dort muss man jetzt kaufen sie, sonst ist sie weg. Genau. Aber ich weiß nicht, weißt, ob die Leute irgendwie noch Bock haben, um was zu lesen oder ob man so übersättigt ist vom Newsgeschehen, dass man das Gefühl hat, ich will das gar nicht mehr wissen. Das Problem bei Satiren ist ja, eben gerade bei Newsartikeln, ist... Man müsste ja dann fast ausschildern, dass es Satire ist, weil es eben nicht mehr so klar kann sein heutzutage. Und mit dem ist ja dann der ganze Grundgedanke von der Satire eigentlich wieder am Arsch. Das stimmt, ja. Das ist ja das Problem, weil du lesest ja so viele Artikel, wo du schon denkst, das ist Satire. Das hat irgendjemand gefunden, das kann nicht sein. Ja. Und dort kommt dann halt der Krux von dieser Geschichte. Weil ab dem Moment, wo du irgendjemand schreibst, Achtung, Satire. Ist der ganze Zweck. Das ist, unser Zeug ist ja bei Watson gelaufen. Wir haben dann so einen Button gemacht, wo oben gestanden ist, Achtung, Satire. Yeah. Aber die Leute haben es trotzdem nicht gerafft. Das kommt ja dann dazu. Finde ich es am geilsten. Wirklich, wenn es die Leute nicht verstehen und sich echauffieren in den Kommentaren, dann finde ich es am lustigsten. Was ich aber toll finde, sind satirische Kommentare. Oh, ist auch toll. Wo die Leute extra etwas Saudummes schreiben. Richtig. Und dann kannst du einfach zuschauen, wie die Lawine losgeht. Ich habe jetzt einen entdeckt, wo wieder zurückkommt. Und zwar unter Trainings-News oder so steht Hauptsache Alessio geht's gut. Kennst du das noch? Das ist wahrscheinlich Kind von irgendeinem... Kind von der Sarah Engels und dem Pietro Lombardi, die sich getrennt haben. Und damals ist irgendwie 2016 ist dann irgendwann mal der Spruch gefallen, Hauptsache Alessio geht's gut. Und es hat so wie in Popkultur geschafft. Oh, und jetzt ist das wieder zurück. Ich habe das kürzlich unter einem Artikel von Watson gelesen zu der Trennung vom Oli Pocher und... Wo du mir geschickt hast. Ja, das ist ja faszinierend. Mit dem Satz, zum Glück geht der Podcast weiter. Ja. Ja, wie heißt sie? Amira. Amira Pocher, genau. Und leider habe ich den Podcast nie gelost, aber ich finde sie irgendwie mega. Also ich habe sie irgendwie 3-4 Mal irgendwelche medialen Sachen gesehen und die braucht ihn ja gar nicht. Also alles richtig gemacht. ich kann sich ja selber in den Vordergrund stellen und das Zeug allein reissen. Nach dem Podcast, wenn der Vertrag erfüllt ist. Meinst du einen Podcast-Vertrag? Ja, 100 Pro. Yeah. Wo läuft das? Irgendwie bei Amazon oder so. Das ist, Da, schau, wieder keine weiße Weihnacht, aber Hauptsache Alessio geht's gut. Genau, Hauptsache Alessio geht's gut. Der arme Alessio. Ja. Das, aber die sind jetzt alle wieder... Ah, schau, dort unten kommt immer Werbung für den Podcast vom Ashby. Und sie ist... der hat einen Pod. Und sie hat früher bei Nina Ruge moderiert bei ZDF, die hat so ein Glanz und Gloria im Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Und am Schluss hat sie immer ihre Catchphrase gesagt, alles wird gut. Dann ist die Sendung fertig. Schön. Ja. Wow, der Ashby. Die ist quasi wie Frauke Ludowig, aber sie ist gealtert, Nina Ruge. Frauke Ludowig ist zeitlos. Die Michel Biri sagt immer Frau und Herke Ludowig. Gut, haben wir es hinter uns gebracht? Was denn? Der Pod. Oh, das ist's? Gut. Sicher nicht. Ein bisschen Pflanzentipps, People, bla bla. Und,
Genau. Nein, irgendwas Substanzielles muss ja schon noch kommen. Ja, du hast gestern gesagt, du würdest dir noch ein paar Geschichten über. Ich habe leider keine Zeit gehabt. Aber ich kann sagen, was ich als letztes auf Netflix geschaut habe. Mm-mm. Dann nicht, okay. Nein. Oder von meinen Reisen erzählen. Ich bin jetzt da einmal durch Europa gedüst. Ja. Ich finde Reisen finde ich schon wahnsinnig toll. Bist du schon mal in Neapel gewesen? Ja. Ach. Aber ich muss ganz ehrlich sein, wo ich gesehen bin, bin ich vielleicht 12, 13, 14 gesehen, dort rum, mit meiner Mutter, ihrem damaligen Mann, meiner Schwester. Und ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Erwachsenen in dieser Geschichte wirklich einen Plan gehabt haben, was wir jetzt in der Neapel machen. Was sie mit euch machen. Weil wir sind eigentlich, sind wir, ich glaube, das sind die Ferien gewesen, sind wir in Amalfi gesehen, also an der Amalfi-Küste, und dann halt eben, kommen wir gehen auf Neapel, so. Und ein bisschen schlecht bereicht. Weil es ist gerade Streik gesehen vor dem Putzinstitut. Ah, das passiert ab und zu. Also der Güssel ist rumgelegen. Es hat trotzdem 45 Grad gehabt. Ja. Und die Ratten haben Samba tanzt auf der Straße. Und darum ist dort jetzt nicht so sehr gute Pizza gegessen natürlich, mhm. aber sonst ist das jetzt nicht der ergiebigste Trip ever gewesen. Gerade jemand, den ich kenne, ist gegangen und hat mir begeistert Fotos gezeigt. Natürlich noch ein bisschen fußballaffin. Mhm. Mit, schau mal, überall immer noch alle die Wände voll mit Maradona und ja, keine Ahnung was. Ja, das ist der schon Gott. Der, ja, natürlich. Und gute Stimmung, nette Leute. Und ein Brand, das du jetzt gerade gesehen hast, hat gesagt, Verkehr katastrophal. Ja, also, Lichtsignal gibt es gar nicht. Wird einfach nach Gusto gefahren. Ja. Ja. Und es gibt so 2-3 Ampeln für Fußgänger rund um den Bahnhof und nachher gibt es nichts mehr. Teilweise hast du ja keine Strassenbeleuchtung. Also ich habe das so speziell gefunden, weil ich kenne von Italien eigentlich nur Mailand und Florenz. Mhm. Und das ist ja dann wie so die Hochglanzvariante von Italien. Und dann kommst du in Neapel an und es ist halt einfach arm, die Stadt. Yeah. Also das ist krass, irgendwie rund um den, wir haben das Hotel gehabt, direkt am Bahnhof. Und es ist halt einfach dort rundum der Abfall litiert. Dann hast du überall Leute, die so Decken ausbreitet haben und dort drauf Handys und gebrauchte Schuhe verkaufen und so. Das hast du ja in Mailand. Nein, das hast du nicht. Aber das ist alles Cloud. Also aha, sehr so. Offensichtlich, dass das Cloud ist, mhm. das Material. Und halt Drogensüchtige und Fäkalien-Schmierereien, das ist wirklich brutal. Du, und also ein bisschen so wie dort, wo ich wohne, aber... In Basel. Und eben das mit, die Leute sind mega, mega nett und es gibt auch ganz tolle Sachen zum Anschauen und zum Beispiel Neapel ist komplett unterhöhlt, weil es ja mal ursprünglich von den Griechen, also von ihren Sklaven gebaut worden ist und dann hat man einfach so grosse Steinblöcke rausgehauen und dann aus denen die Häuser gemacht und unten hat es einen Aquädukt gegeben. Und das kannst du heute anschauen, das ist mega spannend. Damals im Zweiten Weltkrieg sind sie dort runter, wenn sie bombardiert worden sind. Mm. Und dann hast du jetzt noch so Höhlenmalereien aus den 40er Jahren, die dort unten sind. So wie quasi Graffitis, weil du hast natürlich auch viele Künstler gehabt, die sich zu Tod gelangweilt haben. Ja, logisch. Und die haben zum Beispiel so die schönsten Frauen von damals. Das ist heute noch dort. Das ist so Marlene Dietrich und was weiß ich, das Schönheitsideal von damals. Ja. Yeah. Ja, und auch Fußball haben sie ein paar Sachen gezeichnet oder so Karikaturen vom Hitler oder vom Mussolini. Wirklich mega spannend. Und was wir krass gefunden haben, Neapel hat eine U-Bahn und dort merkst du halt auch, dass wirklich das Geld fehlt, weil in der U-Bahn hast du kaum Werbetafeln. Also die sind alle leer. Weißt du, dort die Schaukästen, wo du Werbung schalten kannst, ist einfach nichts drin. Das ist super absurd. Und auch in der U-Bahn selber kaum Werbung. Weil, keine Ahnung, vielleicht gibt es einfach kein Geld mehr oder es fahren eh nicht viele Leute mit der U-Bahn. Aber die Tafeln wären dort, sind einfach alle leer. Super absurd gewesen. Ja. Das finde ich aber eh, es gibt ja so viele Werbemöglichkeiten, wo zum Beispiel, ich glaube auch hier hinten gesehen, gell? Im Trendhouse, haben sie auch irgendeine. Oder sogar da hin, ich weiß auch nicht mehr. Dann hast du einfach, weißt du, in einem Parking hast du einfach so eine Kasten, so eine Leuchtkasten. Und dann heisst es, da könnte deine Werbung stehen. Werbung stehen, ja. Für 650 Stutz im Monat. Aha. Und ich sehe so oft Orte, wo einfach heisst, da könnte deine Werbung stehen. Und es wird einfach nicht gebucht. Ja. Weil du denkst,
Ja, also. Und bei mir unten im Haus hat es ein Nagelstudio und die haben jetzt so einen riesigen Screen direkt vorne am Fenster, wo die Nacht Werbung läuft. Und es sind zwei Spots. Es ist irgendein ein Casino und irgendein Wellness Resort. Und es läuft einfach in so einem Loop. Aber es ist gar keine schlechte Idee, weil verdient sie halt noch irgendwie 650 Stutz im Monat. Yeah. Ich frage mich einfach, ob es irgendwas bringt. Also weißt du, so, ich find Screens, fühlt sich so random an. Screens sind für mich der absolute Hass. Ja. Weil du musst ja darauf hoffen, dass der Mensch im richtigen Zeitpunkt auf den Screen schaut. Genau. Ich verstand schon, dass man als Werbeanbietende findet, Screens sind mega geil. Weil dann kannst du auf 50, 100, kannst du eigentlich unbegrenzt, kannst du sagen, ja, du läufst mindestens 30 Mal am Tag oder irgend sowas, ja. Mhm. Aber es hat nie den gleichen Effekt wie ein effektives Plakat, wo entweder dich anspricht oder nicht. Und dann kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du willst, um das anzuschauen. Weil für eine Show habe ich mitgeschrieben, wo dann zu Basel auf so einem Screen die Werbung gekommen ist. Die Janik und ich laufen vorbei und ich sage, das ist das, wo ich mitgeschrieben habe. Mhm. Und dann ist es gerade weg gewesen. Ja. Und dann musst du aber warten, dann, bis es wiederkommt. Dann hat sie gesagt, also komm, warten wir schnell. Ja. Und so nach einer Viertelstunde haben wir gesagt, also komm, wir gehen. So wichtig ist es mir gleich. Und im Fall, wir haben für den Betrieb, den ich mal geschafft habe, die haben so einen Infoscreen gehabt im Schaufenster. Und dann, lustigerweise, gibt es irgendwelche Vorschriften, wie animiert das Zeug darf sein wegen der Verkehrssicherheit. Weißt du, wenn es direkt an einer Straße ist, kannst du nicht einfach irgendwie einen Strobo-Effekt draufschmeißen. Und also wirklich, das anscheinend, wenn das Fahrer ablenkt. Und ich glaube, in anderen Ländern ist das völlig egal. Ja, ich find geil, in anderen Ländern hast du ja auch zum Teil, wie will ich sagen, noch einen Schritt mehr. Also wenn zum Beispiel eine Häuserwand eine Werbung hat, dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, ein Männchen drauf, wo dann aber zum Beispiel die Arme noch um der Ecke umgreifen. Weißt du, so. Ja, genau. Das ist bei uns, glaube ich, alles viel restriktiver. Mir hat mal in Tokio, bin ich über die Straße gelaufen, hat mir jemand nachpfiffen und dann dreist du es um und dann war es eine Werbung gewesen, wo auf so einer Hauswand gelaufen ist, für so ein Energy Drink. Super absurd. Und ich glaube aber, dass, weil ich der Einzige bin, wo über die Straße, also muss irgendein Sensor haben, weißt du, wo das Ding auslöst. Super absurd gewesen. Und kürzlich hat mir ein Kollege ein Foto geschickt. Ich bin bei so einer Pissoir-Werbung bin ich eingeblendet gewesen. Das habe ich sehr witzig gefunden. Oh, im Parterre? Nein, nicht im Parterre, es ist irgendwo... Weil die läuft sehr gut. Okay. Im Parterre Luzern, Pissoir-Werbung. Ja, Pissoir, das ist wirklich, ist als Shit. Mann, du musst irgendwo anschauen und du bist so froh, wenn es einfach was gibt für Ablenkung. Genau. Ja. Dort ist der Screen, wenn du eben nicht zu viel laufen lässt, weißt du, wie lang etwa so eine... so eine Pause geht. Ja. Ja. Das heißt, also, wenn man 2,15 Sekunden ran tut, dann hat man sicher beides einmal gesehen. So. Das schaue ich viermal. Zwei Bier und ich schaue das viermal. Genau, viermal an einem Abend auch noch. Das kommt noch dazu. Genau. Ja, auf einem Pissoir Werbung sehr schön. Mhm. Ich frage mich, ob es bei den Frauen, weißt, auf der Innenseite von der WC-Tür oder so, wäre eigentlich auch clever, weil die musst du ja auch anstarren, wenn du dort sitzt. Ja, das gibt es schon. Also in Casinos merke ich es immer. Mhm. In Casinos hast du dann auch noch auf dem WC ist überall Plakat. Und ich rede jetzt von der Frauen-WC, weil die gehe ich ja immer anschauen. Nein, sonst einfach eben so auf Kabine und so. Jetzt läufst du mal ins Frauen-WC im Casino und sagst, ich habe einen Chaton verloren, Entschuldigung, schnell schauen. Ich mache tolle Angebote. Ja. Und ich sage, gib mir einen 5-Franken-Chaton. Ja. Und ich gebe dir 20 zurück. Ich habe heute einen Anruf bekommen von einem Casino, weil ich eins angeschrieben habe, ob ich dort ein Foto mache für mein Plakat. Und dann haben sie heute angerufen und gesagt, ja, ist voll okay. Und aber gefolgt vom Satz, wir unterstützen gerne unbekannte Künstler. Wie? Ja, das ist herzlich, ich muss nicht zahlen. Why not? Ja. Unbekannt, ja. Vor allem. Nicht auf Künstler. Nein, er hat sich durch mein Insta durchgeklickt und gesagt, ja, lustig, bist du ja mal dort und dort gewesen. Ja, nein, wir unterstützen gerne unbekannte Künstler. ist das dann Fall jetzt der Fortschritt, die Idee? Naja, also selbst wenn die Idee gekübelt wird, von wegen das aktuelle oder das nächste Solo,
irgendwie so einen Bezug hat auf James Bond oder Casino, dann kann man die Bilder noch immer brauchen. Ja, hast du einfach geile Bilder von mir? Nein, einfach geile Bilder von mir in so einem weißen Dinner-Jacket. Ich habe mir schon eins. Hey, ich habe geschaut. Ich habe zuerst wollte eins mieten und die kosten zum Mieten etwa 300 Stutz für einen Tag. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ich bekomme bei Zalando eins vom Karl Lagerfeld für 300 Franken, abgeschrieben von 600. Und im Grunde genommen kannst du es ja nach 30 Tagen wieder retten. Schickt der Karl Lagerfeld dann selber? Der Karl Lagerfeld steigt nochmal aus der Urne und packt das für mich ein im Zalando-Verteilwerk irgendwo in Frankfurt. Und dann kommt das zu mir. Nein, aber ich habe das super absurd gefunden, dass es eigentlich gleich viel kostet, das zu kaufen. Das ist ja, ich glaube, der grösste Abriss sind Lederhosenmieten. Will die auch so... Also ich weiß nicht, was der effektive Betrag ist. Aber und die werden nie gereinigt. Das ist ja unmöglich, die zu putzen. Es ist sicher schon mal grusig, Lederhosen zu haben, wo schon 150 andere Dudes ihre sweaty balls drin haben. Und ich glaube, das ist also 150 am Tag, oder weißt du, irgendwie so, keine Ahnung. Wo du sagst, also wenn du zweimal in deinem Leben Lederhosen gebraucht hast, kaufst du lieber einfach mal ein anständiges Paar. Ja, so. Genau. Und ich nehme auch Dirndl dasselbe und so. Weil ich bin mal an einem, also es ist jetzt 15 Jahre, ich glaube 20. Geburtstag gesehen. Ja? Und es war so eine Motto-Party gesehen. Und es war irgendwie so gesehen, 30s, weißt du, so in dem Stil. Oder? Und ich habe mir die Mühe gemacht, dass ich dann zu einem Kostümverleih bin. Und da habe ich mir wirklich so einen ganz geilen Dreiteiler habe ich mir da zugetan. Und das hat irgendwie 250 Stutz gekostet. Mega teuer, ja. Zum Mieten? Ja. Und am nächsten Tag habe ich es zurückgebracht. Und es hat noch einen Wettbewerb gegeben, weißt du, wer das beste Kostüm hat. Und die Leute haben können so einen Diamant einem geben, wenn sie gefunden haben, du hast das beste Kostüm. So, dann am Schluss hat man zusammengezählt und die eine, die dort gesehen ist, die hat wirklich einfach so einen Ausschnitt gehabt. Ja. Und die hat alle Diamanten gekriegt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mit einem richtig tiefen Ausschnitt kann punkten. Ja, und ich mit meinem 250 Franken Miet-Outfit habe so vor mir herangerummelt. Ja. Ja. Drum eben. Also ich glaub, hast du die Trend von deiner Freundin? Das hast du schon früher gesehen. Ach so, okay. Aber dort habe ich bedenkt, ich glaube, so effektiv so Zeugs mieten ist ja insanely teuer. Aber ich frage mich auch, weißt du, ob sich das lohnt für die Shops, die das vermietet? Weil ja, du musst das ja alles mal anschaffen. Eben, und das wird ja nicht mehr als 3-4 Mal im Jahr gemietet. Und darum eben Lederhosen. Ich glaube immer so Ende August bis Ende Oktober kannst du einfach, musst 50 Lederhosen am Start haben und 50 Dirndl. Und dort kannst du das Zeugs an Gogo rauslassen. Und sonst, ja, mal keine Ahnung. Ein Western-Outfit für irgendeine Summerparty oder ich weiß doch nicht was. Zum Beispiel, genau. Oder du müsstest rund um das Oktoberfest um ein Airbnb können anbieten in München. Da machst du also auch Taschen vor. Ich kenne jemanden, der da ordentlich am Abcashen ist. Jetzt Basel ist, hast du früher noch gut Airbnb, oder noch früher hat es noch nicht mal Airbnb gegeben, hast gut verdient mit Vermieten während der Messe. Mhm. Aber jetzt gibt es ja keine Messe mehr. Gar nicht mehr. Ja, nicht mehr viel. Herbstmesse gibt es doch. Aha, ja, aber das ist eine andere Messe, eine effektive, weißt du, so, wo Basel Rübli World. Raffle. Ah, Huren und Schmuckmesse. Huren und Schmuck, ja. Mit dem Beinamen Huren und Schluckmesse. Genau. Die Art ist auch immer wie kürzer. Und früher hat man dort, vor allem bei Basel World, hat recht eingeschenkt, weil die ist mega lang gewesen. Die gibt es nicht mehr? Nein, die sind, also ich glaube, es gibt sie gar nicht mehr. Zu Basel oder nur noch so 2 Tage. Also es ist auf jeden Fall alles aber reduziert. Okay. Ja. Das ist ja. China muss sich ja nach wie vor irgendwo Uhren kaufen. Also ja, aber die machen es jetzt eben nicht mehr anders. Ach so, okay. Ah, also quasi es gibt noch... Ja, es gibt schon noch Messe, aber sie sind nicht zu Basel, ja. Okay. Ja. Ich sehe, du hast ja auch schöne Uhren jetzt. Du hast so eine personalisierte Swatch. Also personalisiert. Nicht personalisiert. Das ist von der Basquiat Collection. Eine Basquiat Collection. Ja. Okay. Weil es ist ja das Tattoo. Richtig. Und da habe ich gefunden, wenn es eine Uhr gibt mit genau diesem Motiv, dann muss ich die natürlich schon. Hast du gesehen, jetzt haben sie ja irgendeine so Zusammenarbeit mit einer weiteren Premium-Marke Swatch. Zuerst ah, wirklich? Mit Omega. Ja. Und die jetzt neu. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Blancpain. Sagt ihr das was? Nein. Es ist irgend so ein Uhrenhersteller, ein ganzen Türen, der jetzt mit ihnen zusammen eine Kollektion macht.
Und das sind so die, die die, glaub, ersten Taucheruhren gemacht haben. In den 60er gibt es so zwei, drei ikonische Modelle. Mhm. Und das ist jetzt quasi eine Nachempfindung von dieser Uhr oder so. Etwas, das ähnlich aussieht, aber halt aus billigstem Plastik und kostet 350 Stutz. Yeah. Und die Leute prügeln sich, um so eine zu bekommen. Ah, da, genau. Mm. Ja. Ja, die dunkle finde ich noch schön. Ja, aber wirst du jetzt für das irgendwie 5 Stunden vor einem Laden stehen? Nein, aber ich habe gemeint, die Moonwatch, das kann man jetzt mittlerweile auch easier kriegen. Ja, klar, es ist ja künstliche Verknappheit. Ja. Yeah. Verknapptheit. Ja. Yeah. Heute haben wir jetzt mit den Wörtern. Ich habe bis jetzt noch zu wenig geredet. Es ist jetzt noch so ein Warmreden am heutigen Tag. Ich habe vorhin ein bisschen telefonieren, um die Stimme zu ölen. Nachdem du schon 40 Minuten geredet hast. Mm. Geil. Das wird ja alles weggeschnitten. Das ist jetzt quasi noch das Vorgeplänkel. Und hinaus kommt ja dann das gute Zeug. Genau. Ja, du bist, was hast du für eine Uhr? Bist du eine Uhr? Null. Aber ich habe mir eine gekauft. Warte, ich kann dir die mal überschmeißen. Das kommt eine Uhr. Ich habe ja nur so... Das ist noch nie gegeben mir. Genau. Ich habe bisher nur so... schwer. Ja, ich weiß. Ich habe bisher nur so billige... Plastikuhren von Casio gehabt, wo man kann am Boden rühren und sie gehen nicht kaputt. Und wer hat mir das gesagt? Irgendwie so eine Uhr wie du, das trägt ja nur ein Säcklehrer. Und jetzt habe ich mir... ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Und jetzt habe ich mir... Das ist meine Ausgeh-Uhr. Massiv. Ja, genau. Und das Coole an deren ist, die funktioniert mit Licht, das heisst, man muss die Batterie nie wechseln. Und es ist eine Funkuhr. Das heisst, man muss sie ja nie stellen. Also es ist wirklich doppelt sicher. Und die ein bisschen mehr kostet als so eine Plastikuhr. Passt die sich dann auch der Zeitzone an? Alles. Ah, wirklich? Ja, das ist wirklich geil. Und du kannst zum Beispiel auch Zeit stoppen damit oder hast einen Alarm und so. Als ob ich Ambassador wäre für das Teil. Aber ich finde, sie sieht einfach schön aus. Und ist jetzt aber, ja, also ich finde irgendwie alles über 1000 Stutz für eine Uhr wäre ich mir selber schade. Und darum ist sie viel günstiger gewesen. Genau. Ja, also, ich habe jetzt 10 Jahre oder so und ich keine Uhr angehabt. Ich fühle mich wie nackt, wenn ich keine Uhr trage. Und jetzt merkst du, ich habe mich natürlich sehr schnell wieder daran gewöhnt. Ich habe jetzt auf die zwei Basquiat-Uhren. 100 Stutz, eine. Du wärst noch ein Typ für eine Smartwatch, ne? Nein, das habe ich irgendwie nie wollen. Weil es lenkt einfach noch mehr ab. Ich bin eh schon, ich habe auch auf meinem Laptop habe ich alle möglichen Notifications und so weg, weil ich dann finde, ich habe das Handy da dran, jetzt muss ich gerade das machen. Ja. Ich bin zu schnell abgelenkt von so Zeugs. Und wenn jetzt hier irgendwie noch bimmelt, bin ich sehr gut. Da bin ich nicht so in. Ich habe gerade Ferien verbracht mit jemandem, der absolut handysüchtig ist. Ja. Yeah. Und es macht alles kaputt. Schon noch schlimm, gell? Es ist sehr schlimm gewesen, vor allem wie sie hat so Kleider getragen, ohne Taschen. Also weißt du, halt schöne Abendkleider. Yeah. Und dann kannst du das Handy wie nicht verstauen, du brauchst eine Handtasche. Ja. Yeah. Hat sie nicht dabei gehabt. Und dafür hat sie auf der Rückseite von ihrem Handy wie so eine Schnalle, wo man die Hand durchstecken kann. Und dann hast du oft und jetzt ist das Handy ist immer in der Hand. Yeah. Immer. Und sie hat alle Notifikationen angestellt. Und es war einfach super anstrengend gewesen, wie sie im Gespräch plötzlich abgeschweift ist, wie sie wieder aufs Handy geht. Ja, das finde ich auch schwer. Und da bist du keinen Meter weit gekommen, ohne dass irgendwie etwas gefüttelt worden ist. Und dann oft ist sie auch irgendwelche Sachen reingelaufen, wie sie aufs Handy geschaut hat. Es hat fast schon Slapstick-Element gehabt. Ja, ich habe jetzt wieder mal ein Buch gelesen über Achtsamkeit. Mhm. Und da denke ich dann auch so, also weißt du, wenn du mal einen Spaziergang machst, dann kannst du ja das Handy schnell... weglassen. Ja, ich habe mir extra so eine Box gekauft, wo du kannst einbeschliessen und dann geht es zu. Und das ist einfach, also was ja das Handy wirklich macht, zumindest wenn ich es als erstes am Morgen reinschaue, ist, es killt meine Stimmung und es gibt mir das Gefühl, ich bin Leuten eine Antwort schuldig. Weil du schaltest das an und es kommt direkt gerade schon WhatsApp, hey, kannst du das spielen, hey, kannst du das mal noch posten, schreib mal noch zurück und so. Wie fängst du Fondue zum Snack? Ja, genau. Das würde ich gerade ablehnen, so Sachen. Nein, wir gehen ja nachher Fondue essen. Drum. Sensationell. Genau, aber darum, ich rühre das, also das Blöde ist, ich brauche es immer noch als Wecker, ich müsste mal mit dem aufhören. Also aber, was ich habe es als Wecker und ich kann es nicht stören. Mhm. Und dann schaue ich es auf der Stunde nicht an. Genau, aber ich kenne mich und ich rühre es in die Box rein und schließe sie für 2 Stunden ab und dann läuft der Timer ab. Und dann, wenn ich dann quasi kreativ Arbeit gemacht habe in diesen 2 Stunden, dann kann ich es auftun, weil ich habe das Gefühl, so, es killt jegliche kreative Gedanken. Extrem. Wenn WhatsApp reinkommt. Also, ein Handy ist für mich auch wirklich der grösste Stressfaktor. Mm. Ich habe zum Beispiel jetzt auch das Mail-App
ich kann schon noch zugreifen auf dem Handy, aber ich kann es nicht mehr irgendwie auf einer Startseite oder so. Und dann mache ich auch beim Laptop mittlerweile, wenn ich den Laptop abschalte oder zuklappe, was auch immer, mache ich zuerst das Mailprogramm auch zumachen. Ja, wie sobald du aufklappst, ja, macht es Bing und du kannst es lesen. Genau. Genau. Und so, man muss sich schon selber extrem strukturieren. Und ich bin sehr schlecht in dem. Und ich habe das mal ausgerechnet, das ist wirklich so, sagen wir mal, von 10 Mails sind 7 unwichtige News, 2 sind irgendwelche Sachen, die dich eigentlich nerven, weil es ist eine Absage oder irgendetwas anderes, was du nicht brauchst. Und 1 ist cool. Mhm. Und das kannst du ja auch aufsparen für später. Also weißt du, warum sich Mühe machen und irgendwie die 7 Mails zu löschen. Ja, das Schlimme ist, in welcher Reihenfolge das lese ich. Ich hatte einen Tag, da habe ich im einen Mail habe ich eine Sensations-News gehabt. Ja. Da habe ich mich so gefreut. Ah, und dann nachher. Und dann habe ich ein anderes Mail angeschaut. Ja. Es ist viel unwichtiger gesehen. Genau. Aber das hat mich dann so gestresst. Und ich so, fuck, jetzt vor 5 Minuten bist du so happy gesehen. Ja. Und jetzt, das ist immer so schlimm. Ja, das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Das ist, die einzigen, die ich wirklich immer gerne lese, sind von der Victoria, von all die Reisen. Die mailt auch ordentlich. Ich komme ohne ungelogen 3 Mails über pro Woche von all die Reisen. Das machen die Deutschen, macht es mega gern, dass immer noch eine Person von dieser Firma schreibt. Meinst du, Victoria gibt es gar nicht? Ja, also bei mir ist es immer Sabine vom Feel Good Shop. Oh, auch schön. Ah, das bist du? Nein. Nein. Der Feel Good Shop? Nein. Der Feel Good Shop, ich wollte gerade sagen, hat nichts mit dem zu tun. Ah, ich dachte, das ist dein Merch. Nein. Du hast eine Sabine erfunden. Der Feel Good Shop ist so eine Ernährungsergänzungs- Ding. So. Ja. Und ich bestelle immer mein OPC, bestelle ich dort. Was ist OPC? OPC ist Oli, bla bla bla, okay. Traubenkernextrakt. Ah, okay. Und wie der eine im Spital mir mal gesagt hat, bringt es nicht, schadet es nicht. Und ich denke so, ja gut, ich habe vielleicht weniger so Handy-Abos, ja. Dafür bestelle ich immer das. Der Podcast, ich habe keine Ahnung, ob es das bringt. Der Podcast ist eine Stufe von so einem Sponsoring von, wie heißt das, AG1. Was ist AG1? AG1 ist das, wo wirklich sämtliche Podcasts durchsponsert von Baywatch Berlin, über was weiß ich. Ist das wo der Hamilton eingestiegen ist? Das ist so eine quasi Abo-Version. AG1, glaube AG1 oder so. Ja, genau das dort, der grüne Sack. Das wird bei Baywatch Berlin so penetrant beworben. Das ist quasi irgendwelche Vitamine und Botanicals, die dein Körper braucht. Ja. Ich glaube, Lewis Hampton. Und das kommt in einem Abo. Das heißt, wenn du das bestellst, dann kommt das halt jeden Monat. ZDF, irgendein Konsumentenschutzmagazin, hat das untersucht. Und es ist jetzt nicht schlecht, was da drin ist, aber es ist halt einfach voll überteuert. Und die ganzen Gesundheitsversprechen haben sie alle wieder müssen löschen. Weil du darfst nicht sagen, das hilft dir beim Fokussieren und was weiß ich. Du musst das jetzt so mega, mega vage beschreiben, was das könnte machen in deinem Körper. Genau. Und es ist immer so, testet an 10 Leute. Genau. Und 6 haben gefunden, sie haben eine positive... 6 arbeiten da. Und 6 haben gefunden, sie haben eine positive Wirkung. Ja, genau. Empfunden und so. Mehr Geduld und kommen leicht aus dem Bett raus und so. Ja, ich meinte, das ist das, was Lewis Hamilton... Es kann sein, dass es irgendwie diverse Leute gibt, die dort mit dabei sind. Und das Lustige ist ja, ich glaube, wenn man dort in der Firmenhistorie schaut, das ist nicht von einem Mensch, der sich mit Sportnahrung auskennt, sondern es ist irgendeiner, der halt vorher schon so Multilevel-Marketing gemacht hat und dann einfach irgendwas erfunden, wo man halt durch so Influencer-Marketing an die Leute bringt. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich dass das Ich habe gelesen, kennst du 4-Hour Workweek von Tim Ferriss? Ja. Das, hast du mal gelesen? Ja, aber lang her. Okay, und der hat ja auch angefangen mit so Sportnahrung. Mhm. Das hat geheißen Brain Quickens. Mhm. Und das finde ich noch ein interessantes Geschäftsmodell, dass du irgend so eine Mischung bestellst und dann, ich weiß gar nicht, wie das Prinzip heißt, aber es kommt halt einfach dieses Label drauf, plus 40% und dann wird das verkauft.
Und so machen sie ja zum Beispiel alle die Hotels, weißt du, die so Shampoo-Fläschchen haben und so mit ihrem Logo drauf. Ja, ja. Das wird ja nichts von denen selber hergestellt, sondern es ist halt billigster Rotz in einer schönen Flasche. Und so kannst du eigentlich Geld verdienen. Das kannst du ja mit Wein machen. Ja. Kannst du ja auch irgendwie die zwei Tonnen Restwein von Rappag XY. Genau. Kannst sagen, ich hätte gerne meine Etikette drauf. Richtig. Dann sagen sie, wir füllen das für sie extra noch vom Tetrapack in die Flasche und dann kleben wir es schön an. Ja, ja, das ist auch, wo ich mich mit Merch auseinandergesetzt habe, gibt es ja dort sehr spannende Modelle. Ja. Wo irgendwie du hast eigentlich wie so einen Frontshop, wo nur das Zeugs produziert wird, wenn es effektiv jemand bestellt. Ja. Dafür hast du einfach null Marge drauf. Ah, das ist wie so Books on Demand, das wird dann gedruckt. Ja, genau, genau. Die Buch wird gedruckt, wenn es jemand bestellt. Die sind so hässlich. Ich habe schon zwei von denen bekommen. Und zwar hat Amazon in Polen so ein Presswerk, wo das gedruckt wird. Der Schriftgrad ist hässlich. Es ist einmal also du merkst halt wirklich, es sieht billig aus. Ja, eben. Und darum sind wir dann auch die klassische Route gegangen und haben gesagt, wir machen das selber und das sind Stückzahlen und jetzt muss das halt weg. Ich hätte ja mal für so einen ehemaligen Arbeitgeber einen Webshop aufbauen. Und das ist mega interessant gewesen, weil man natürlich gesagt hat, hey, ja, alles nachhaltig, ja, nicht made in China und so. Und gewisse Sachen gibt es einfach nur aus China. Oder wenn sie du nachhaltig willst, irgendwie sagen wir aus Europa oder so, dann sind sie so teuer, dass es unmöglich ist, das zu einem Profit zu verkaufen. Also weißt, das T-Shirt kostet halt dann schon 35 Franken im Einkauf. Und dann kommt noch der Webshop dazu, plus Shippinggebühren und so. Das heisst, du müsstest das für 50 Stutz verkaufen, dass du irgendwie vielleicht 5 Franken daran verdienst. Und wer kauft das T-Shirt für 50 Stutz? Außer als jetzt, ich weiß auch nicht, bist Kiss oder Rolling Stones oder so. Oder also nein, ein T-Shirt für 50 Stutz kriegst du nicht mehr von Kiss und Rolling Stones. So. Das sind die noch teurer? Ja, ja. Okay. Und die sind wahrscheinlich gleich made in China, weißt du? Das egal. Ja. Also, jetzt, wo wir eben am Formel 1 Rennen gesehen sind, haben wir ein Käppli geschenkt gekriegt. Ich habe mega Freude gehabt am Käppli. Und dann von Alfa Romeo. Ah, cool. Sauber. Ja. Ja, Schweiz. Hey, und es ist ein mega schönes Käppli und dann haben wir so bei den Läden, also weißt du, wirklich so, das Areal ist eigentlich Merch-Stand an Merch-Stand und da noch irgendeine Aktion und da noch irgendetwas, aber super geil gemacht. Und dann gehst du mal da schauen und dann sagst du, ah, das Käppli, das wir jetzt geschenkt gekriegt haben, würde 60 Euro kosten. Und so ein normales Renntrikot, T-Shirt, was auch immer, ja, es ist nicht so eins gesehen. 10.04 Franken. Auf Wish. Auf Wish sogar. Wish wird noch topped von, kannst du Frugo? Das kenne ich nicht. Das ist auch so ein Bilo-Shop. Nein, dann so die Trikots, 100, 120, 140, so. Und ich meine, auch ein Fußballtrikot, all das Zeugs, oder? Also du kriegst für Merch in irgendeiner Art und Weise, kriegst du selten noch etwas unter 60 Stutz. Auch eben so Band-Shirts und all das Zeugs, oder? In einem Podcast habe ich es davon gehabt, dass Billie Eilish hat die gleiche Beanie wie mir. Genau die gleiche Marke, ja. Fruit of Loom. Nein, Fruit of Loom ist vorbei. Weil Fruit of Loom ist schon nicht sehr... Switcher. Auch nicht. Das gibt es gar nicht. Nein. Also die Marke heisst Beachfield, wenn es dich interessiert. Okay. Und etwa gleich viel Stick, also das musst du ja berechnen und so. Und der hat 70 Stutz gekostet. Ihre? Ja. Und dann weisst du natürlich, sie hat auch eine andere Bestellmenge. Ja. Das heisst, für sie wird der Einkaufspreis nochmal deutlich weniger sein. Und sie macht gleich doppelt teuer. Und was steht bei ihr drauf? Billie Eilish. Aha. Also sie hat verschiedene. Jetzt schauen wir schnell rein. Ah, jetzt sind natürlich Barbie. Das sind natürlich Barbie-Versionen. Krass, das ist sie voll... Ah stimmt, sie ist ja... Das finde ich im Film läuft ja hinten ihr Song. Das finde ich übrigens ein grossartiger Song. What I made for. Ja, ist nicht schlecht. Es ist im Fall ein Geniestreich von der Firma Mattel. Dass man es geschafft hat, aus einer doofen Plastikpuppe
wirklich das Optimum rauszuholen, auch so im Sinn von, hey, ich habe das jahrelang falsch verstanden, es geht um die Emanzipierung von der Frau und bla bla bla. Das ist wirklich mega gut gemacht. Ich bin erstaunt, dass sich Firma Mattel auf das einlassen hat, weil in der Regel, wenn du ja irgendeine Spielzeugfirma hast, wo darf mitreden am Film, mhm, dann kommt halt nachher so eine Grütze raus wie Transformers 6 oder so. Aber sie haben das wirklich mega gut gemacht. Gut, ich komme bei ein paar Sachen komme ich jetzt gar nicht mehr nach. Ich glaube, jedes Game wird verfilmt. Und auf Netflix ist jetzt irgendwie One Piece, der Manga. Okay. Und es gibt schon sehr viel. Es gibt schon sehr viel Zeugs. Das sagen wir gar nicht, One Piece. Ja, ist ein Schatz. Ach, ist egal. Ein Manga ist das gesehen. Okay. Und das ist jetzt quasi 8 verfilmt worden. Ja. Du bist ja auch Barbie schauen, oder? Yes. Haben wir auch, sind wir in Pink gegangen, weil das ist uns aufgefallen. Die Leute haben ja wirklich so ein Happening gemacht. Nein, aber ich habe natürlich schon Ken Hawk gehabt. Ja. Da habe ich Glück gehabt. Und Apps auch, das sieht man jetzt da nicht, aber die sind ja auch am Start. Was? Deine Bauchmuskeln kennen. Ah, ja, logisch. Ja, genau. Logisch. Und nein, ich glaube sogar die Jeansjacke gehabt. Ja, das ist wirklich halbe Ken. Weil der Ken hat ja eine Jeansjacke. Genau. So. Ja. Das ist gesehen. Aber Tamara Cantieni, ja, die ist im vollen Barbie-Outfit gekommen. Natürlich. Sie hat nämlich sogar ein Shirt mit Barbie-Aufdruck. Ah, oh, geil. Also Shirt, Top, keine Ahnung was. So. Ja. Und alles pink und das war lustig gewesen. Ein Foto mit Marcel Mann, einem deutschen Comedian, mhm, einen Barbie-Pullover trägt. Auch schön. Aber er ist 2 Jahre alt, also der war quasi schon Trendsetter, bevor es Trend war. Ich habe mal einen Pulli gehabt, und das ist wirklich deutlich vor der Zeit von einem Bewusstsein über die Fashion-Industrie und was weiß ich. Als ich das erste Mal in London gesehen bin, als Teenager, habe ich im Primark, wo ich mittlerweile keinen Schritt mehr würde, ja, machen, habe ich für, ich habe es großartig gefunden, für irgendwie 8 Pfund, oder, absolut katastrophal, habe ich einen Coca-Cola-Pulli gekauft. Ah, toll. Und ich habe das so geil gefunden. Ich, ja, habe wirklich auf das Rot gesehen und da irgendwie das Logo drauf und ich habe so Freude gehabt damit. Ich bin nicht mal ein großer Coca-Cola Liebhaber, Fan, keine Ahnung was. Ja. Aber es gibt so Zeugs, irgendwie springt es dir an und findest du, ah, das ist jetzt nicht geil. Ja, es ist halt ein cooler Schriftzug. Ja, irgendwie. Ja. Aber Primark ist ganz schlimm. Ei, ei, ei. Zweimal dort was gekauft und wirklich, also anscheinend gäbe es auch gutes Zeugs, aber T-Shirts, also die haben sich so krass verformt und entfärbt beim Waschen. Und ich glaube, nach 3-mal Träger haben sie vorgeschossen. Geil ist das. Das ist wahrscheinlich schon 2-mal zu viel. Geil ist, dass du dich ab dem Material an sich aufregst. Ja. Und nicht darüber, dass irgendwie, es hätte mal die Geschichte gegeben, dass im Etikett in Primark von einem Shirt oder so ist irgendwie gestanden, help me. Ja, ja, genau, so Hilfeschrei aus der Nähfabriken. Ja. Da gibt es aber diverse, zum Beispiel vor x Jahren ist doch dort in Bangladesch das eine Ding zusammengeheilt, wo dann so ganz viel Arbeitende aus den Näherinnen und Näher begraben worden sind vom Haus. Mhm. Wo man nachher gesagt hat, hey, das war irgendwie schon lange baufällig gewesen und das hätte man nie dafür machen. Und dann spannend war ja, was für Brands, dass man dann aus den Trümmern rausgezogen hat. Unter anderem die Verona Pot Collection, wo bei weiß jetzt nicht, Lidl oder Aldi oder so verkauft worden ist. Was natürlich dann ein PR-Desaster war. Und der Postillon hat dann also wirklich so Satire, die wehtut, hat dann so einen Artikel geschrieben, dass jetzt die neue Verona Pot Kollektion im Vintage-Look mit Blutflecken und so Stonewashed-Optik, wie man die da rausgezogen hat. Weißt du, es ist eben so krass, wie sie es dann noch versucht hat zu dementieren, sie hat dort nicht produzieren lassen. Und yeah, hat dann irgendwelche Reporter vor Ort gehabt, die einfach die T-Shirts aus dem Trümmerhaufen gezogen haben. Ich meine, das ist wie näheres Beispiel im Finn Kliman. Ja. Seine tolle, was sind sie gesehen? Maske ja, für Covid. Also, genau. Also wirklich für Covid. Sie hat ja, glaube ich, keine Sicherheit. Aber fair produziert in Portugal, das ist wichtig. Richtig, sie hat dann drauf gestanden. Genau. Sie sind von irgendjemandem übergeschippt worden. Ja, und er hat einfach nichts gewusst. Aber ich weiß leider von ein paar Marken, wo man das noch gern macht, wo man dann eben Made in China Plastik, keine Ahnung, wie man es nennt, das Plastikschnierli, wo dann so Zettel dran ist, ja, wenn man das wegmacht und dann halt, ja, irgendetwas Neues draufklatscht. Aber es ist auch,
es ist nicht alles schlecht und unter Sklavenbedingungen produziert, wo Made in China ist. Es gibt ja auch dort Teures, aber die meisten entscheiden, ja genau, ich habe aber Connections. Und das ist halt ein mega Unterschied. Also du kannst von China eine Handyhülle haben, die kostet im Einkauf 10 Rappen und die kommt halt dann da an, stinkt nach Gummi und passt nicht. Oder du kannst eine kaufen für einen Stutz und die ist halt dann richtig geil. Aber Profitmaximierung, dann nimmst du halt die für 10 Rappen, oder? Dabei gibt es auch in China Sachen, die gut produziert sind. Er hat gerade einen Zaubertrick bekommen, der aus China mitgebracht wurde. Das ist richtig geil. Lass mich raten, deine Rechte verschwinden. Genau, und irgendwie das Handy lädt plötzlich so langsam. Manchmal rauscht es so in der Leitung bei den Telefongesprächen. Genau. Nein, das ist einer, wo man seinen Herzschlag transferiert auf einen Bleistift und dann die andere Person spürt den Herzschlag auf den Bleistift. Wow. Was anscheinend, es ist so lustig, ich habe den Trick dann ausprobiert, jetzt an zwei Leute. Und das Komische ist... Sie haben beide keinen Herzschlag mehr. Nein, sie spüren ja meine. Ah, okay. Genau, aber das Lustige ist, dass du musst den Trick üben und das ist so ein bisschen wie, wenn man sich selber will kützeln beim Üben. Man spürt nichts. Ich musste quasi an meinem eigenen Finger, also denke, das ist ja nichts, oder? Und dann hast du die Videos gesehen, die Demo-Videos von dem Zauber und dort machen halt Leute so, what the fuck, what the hell's going on und so. Das sind ja oft Stromschläge. Nein, es ist, also ich will jetzt nicht verraten, wie es funktioniert, aber das Lustige ist, dass es den Leuten wirklich mega eingefahren ist, wo ich den Trick gemacht habe, obwohl auf der optischen Ebene nichts passiert und ich habe dann wie versucht zu erklären, so, ja, erzähl mir mal, wie sich das anfühlt, ja, wirklich wie dein Herzschlag und so, und ich müsste jetzt jemandem verraten, wie der Trick geht, damit er das an mir machen kann, damit ich das einmal spüre. Und das habe ich aber noch nicht gemacht. Aber irgendjemand muss das... Ich lüte mal an Peter Marvey an und sage, ob er das an mir vorführen kann. Das ist wirklich geil. Das hätten wir wahrscheinlich schon, oder? Oder der Erwin aus der Schweiz? Der Erwin aus der Schweiz? Ich glaube nicht, dass das ist. Das Problem ist eben, dass der Trick nur spannend ist für die Person, die gerade mit dir macht. Für den Rest vom Publikum ist es mega langweilig, weil sie spüren ja nichts. Ja. Yeah. Genau. Darum, ich glaube nicht, dass das eine ist, was in sein Repertoire passt. Aber ich jetzt, ist der nicht im Knie gewesen oder so? Oder hat irgendwo, ich glaube, in der Kindervorstellung oder irgend sowas. Doch, irgendwann ist jetzt beim Ja, ich habe jetzt nämlich gehört von jemandem, der das gesehen und gesagt, das ist sensationell gewesen. Ja, yeah. Absolut. Und es muss mir auch können, also ich hätte Angst vor Kindern zu performen. Ganz ehrlich. So. Weil, also selbst wenn ich wüsste, ich habe familienfreundliches Material, aber irgendwie, das würde mir mehr Angst machen. Hast du noch keine Gigs gehabt, wo dann halt irgendwie die ersten zwei Reihen voll... Natürlich. Ah, eben. Ja. Und dann geht es ja irgendwie auch. Ja, aber... Also ich habe mit Oropax und Charlie zum Beispiel haben wir Zauberwald gespielt, Lancer Hyde. Hast du mir gesagt, ja, dort hast du Kinder gehabt. Oder? Und dort sind dann halt die ersten drei Reihen sind voll gesehen mit Kindern. Ja. Und dann merkst du, ah, okay. Es geht irgendwie auch, man muss halt ein bisschen anpassen. Ich glaube, es ist so einen Quartiersamstag zu Basel habe ich gemacht. Ja. Gut, jetzt sind nur 5 Leute gesehen, aber das sind Kinder gesehen. Ich habe mal ein Strassenfest gespielt in Rappi und jetzt sind vorher eine tibetische Tanztruppe auftreten mit Kindern. Ich würde sagen, die sind alle zwischen 6 und vielleicht 12 oder so. Und nachdem die fertig sind, sind sie einfach vor der Bühne abgesessen und haben quasi den nächsten Act geschaut. Und das bin dann ich gewesen. Und dachte, ah, nein. Und dann habe ich es halt ein bisschen angepasst und es ist gegangen. Dann hast du Brokeback Mountain Nummer. Dann habe ich Brokeback Mountain Nummer gemacht und irgendwie noch 3 Hitler-Jokes und sie sind zufrieden gewesen. Genau. Und die Eltern hinten dran schon panisch irgendwie am Hyperventilieren. Ja, für Kinderspiele ist halt einfach, ein bisschen etwas anderes. Aber dort habe ich gemerkt, dass das physische Zeugs. Physische und verstehen ja auch so etwas Interaktives. Sie verstehen Jokes wahrscheinlich nicht immer. Ja. Aber effektiv halt sehen, wie einen rumhampelt und so, finden sie dann schon lustig. Ja. Ja. Also ich habe gemerkt, jetzt mit den Kids von der Janik, das ist ein anderes Publikum. Was findet die gut? Es ist einfach, es gibt keine Regeln. Es ist wirklich, alles, was du auf der Bühne lernst, kannst du dort wegschmeißen. Okay. Dann denkst du, boah, jetzt habe ich einen. Und Fußgeräusch dann hat so. Bombt er härtestens, ja. Ja. Und dann ist irgendwie irgendetwas Kleines sonst und das finde ich dann das Lustigste. Aber. Du musst mir mal den Luke Mockridge zeigen im Fernsehgarten. Ich wundere, wie es das findet. Das habe ich dir kürzlich gezeigt. Ja, mit der Kiwi, die wirklich so einen Hals hatte, aber sich noch zusammenreisst dort. Das ist ja dann erst nachträglich in seiner Sendung rausgekommen. Er hat von Kids sein Material
Schreiben lassen. Er hat mit den Kids zusammen, dass er arbeitet, und sie haben gefunden, ja, mit einer Banane telefonieren. Ja, das ist lustig. So, ja, und, also, und was denn? Ja, einfach mit der Banane telefonieren. Und du und stinkst nach Kartoffeln oder sowas. Genau. Und irgendwie so wie eine Affe rumgumpen und ja, so. Ja, genau. Und dann hat er das ja gemacht, dann hat man noch nicht gewusst, warum er das gemacht hat. Genau. Und wie heißt die Andrea? Kiwi. Die Kiwi. Hat sich ja, glaube ich, wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Und er hat in der Sendung hat sie ja dann noch müssen loswerden. Shame on you. Ja, dass so ein Künstler, so eine tolle Institution wie der ZDF Fernsehgarten missbraucht für Klamauk, so in dem Stil. Soviel ich weiß, hat er ja nicht nur den Fernsehgarten missbraucht, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Nein, es ist ja alles wieder, hat sich alles rehabilitiert und so. Nein, das tut sich jetzt aber schon ein bisschen, wandeln, die Geschichte. Was denn? Ja, jetzt sind ja irgendwie Anwälte haben ein Buch rausgebracht, wo sie irgendwie alle Dokumentationen, die es gegeben hat, zu verschiedenen Fällen, haben sie irgendwie bla bla bla. Und aufgrund von dem haben jetzt andere Anwälte sie angeklagt, wegen Verleumdung oder falsch. Es war lustig, dass du das sagst, weil ich jetzt gerade mit einem deutschen Comedian auftreten bin, der beide sehr gut kennt und sagt, das ist halt schon eine extrem toxische Beziehung gewesen von beiden Seiten. Also die haben sich nicht gut da und das haben auch alle gesagt. Also, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass also man hätte sich dort vieles können ersparen, wenn man schon viel früher den Schlussstrich gezogen hätte. Definitiv. Ja. Definitiv. Aber es ist, glaube ich, um die spezifischen Vorwürfe gegangen. Hast du das auch schon gehabt, so toxische Beziehungen in deinem Umfeld, dass irgendein Kollege mit einer oder einer Kollegin... Nicht selber, aber... Nein, ich überlege gerade, wo es sehr offensichtlich gesehen ist. Ja, also auf jeden Fall schon gesehen, ja. Und dann, was hast du gesagt? Weil das ist ja die grosse Krux dann, dass man sagt... Es ist ja dann eigentlich immer das Gleiche. Es ist so, bei gewissen Leuten, wenn sie eine Beziehung eingehen, habe ich das Gefühl, sie machen wie ein Auslandssemester. Sie sind dann einfach weg. Und dann auf einmal ist das Auslandssemester vorbei. Und dennoch hat, hey, heute oben, wie war's? Ah, jetzt geht's ab. Genau. wenn wir Match schauen. Aber und das ist ja prinzipiell, wenn eine Beziehung fertig ist, dann entweder man stürzt sich in all die Freundschaften, die man vernachlässigt hat, oder man hat den Antrieb, sich beruflich weiter zu orientieren. Also das ist jetzt bei der Kollegin, und die neue toxische Frisur. Beziehung, ja, das auch, beendet hat. Die macht jetzt eine Weiterbildung und hat mega Energie. Und muss man sagen, ist eigentlich gut. So quasi... Man räumt ja dann meistens gerade noch ein bisschen mehr auf. Yeah. Ja, genau. Das finde ich toll. Yeah. So zum Zuschauen, schwierig. Und dann gut, vor allem also. Das dann auch nett zu sagen. So irgendwie, weißt du, wie sagt man das jemandem, wo man mag, so, ja, ich glaube, ihr passt einfach nicht gut zusammen. Und wenn du mir nicht glaubst, lass ich auch noch vier andere Leute, was auch so sind. Ja, das ist immer schwierig, gell? Weil man will es ja dann irgendwie nicht wahrhaben und so. Aber also ich glaube, so extrem wie du es erlebt hast, habe ich es nicht gesehen. Das ist ganz schlimm. Und vor allem dann auch so krass, wo du denkst, ja, jetzt ist das vorbei. Macht euch jetzt eine Decke und einen Champagner auf, aber die hat ja dann wirklich noch zwei Monate voll gelitten, dass es jetzt vorbei ist. Ja, ja. So traurig gefunden. Ja, es kreiert ja dann auch so eine sehr schlimme Co-Abhängigkeit, wo man sich ja zuerst wieder daraus rausleben muss. Weil man irgendwie einfach in dem... Also ich habe so einen Neurolog gesehen, der erklärt hat, was eigentlich passiert grundsätzlich bei einer Trennung. Und das ist eigentlich das Gleiche wie, neurologisch passiert das Gleiche wie Verlust, wie wenn jemand stirbt oder so. Es passiert dann genau das Gleiche, dass halt, was die Hirne sich gewohnt ist, ich kann es natürlich nicht so gut erklären, ja, aber was die Hirne sich gewohnt ist, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und das ist dann auch das Schlimmste, was man dann machen kann, zum Beispiel bei einer Trennung, ist ja dann gleich noch, am Anfang zumindest, viel Kontakt haben, irgendwelche eben Social Media durchforsten, weil ihr meistens die andere Person dann auch sehr bewusst
Sachen postet, um zu zeigen, wie gut es einem geht oder was man gerade sonst Tolles erlebt und mit wem man jetzt auf einmal abhängt und all das Zeug. So, genau. Oder? Und das wird dann... ist mein Revenge-Spot. Guck mal, wie fit ich jetzt bin. Und neurologisch wird dann eben jedes Mal das wieder wie zurückkehren in das Gefühl von eigentlich noch die Nähe und die Gewohnheit zu haben von dieser Beziehung. Also ist eigentlich das Beste bei einer Trennung ist effektiv so. Das habe ich immer gerade gemacht. Blockiert überall also ich habe wirklich alle Kontaktversuche abwehren, bis auf die, die vom Anwalt gekommen sind, da haben wir dann gleich müssen antworten. Was vom Anwalt? Ja, so einen psychopathischen Ex gehabt, der eine Anwaltskanzlei genommen hat. Was? Über die kommuniziert hat. Und zwar, weil ich anscheinend nie den Anteil von, also was kommt ja noch dazu, also was wäre jetzt ein Grund, wo du irgendwie, keine Ahnung, einen Anwalt einschaltest, sagen wir, ich habe das Mietzinsdepot nicht zurückgezahlt oder ich habe irgendwie das Auto, wir haben es zusammen gekauft und ich habe es einfach genommen, dann würde ich auch sagen, ja, da macht ein Anwalt Sinn. Aber bei uns war es, ich habe nie meinen Anteil von der Internetrechnung gezahlt während 3 Jahren und es ist irgendwie, ich glaube, sie hat pro Monat 70 Stutz gekostet und mein Anteil. Ja gut, du kannst etwas zahlen. Ja, aber also nur schon der Anwalt, der das Schreiben aufsetzt. Die 900 Stutz. Und das Geilste war, ich habe ja gewusst, dass ich das gezahlt habe, weil ich einen Dauerauftrag hatte für das. Aha. Und er hat dann aber gesagt, ja, aber ich habe das Konto nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich dachte, das ist mir doch scheißegal, das ist schon dein Problem. Ach, Gott, und so dann ist aber ein Anwaltsschreiben gekommen und dann habe ich müssen Kontoauszug ausdrucken von den letzten 3 Jahren, wo halt die Überweisung drauf war. Und weil ich aber nicht wollte, dass man meine gesamten finanziellen Daten sieht, habe ich alles müssen schwärzen. Das sind 18 Seiten gewesen. Und ich einfach alles musste mit so einem Edding ausmalen, außer halt einmal die Überweisung. Hast du nicht einfach nur die Überweisung können? Das ist leider in der Filterfunktion nicht gegangen. Okay. Ja, richtig pervers. Genau. Ach du Scheiße. Naja, du, gibt Schlimmes. Ist das der, wo einen anderen Namen hatte? Der hat diverse andere Namen gehabt. Ich glaube, dann nehme ich das neue Programm. Ja, das ist ja schon, also du hast schon sehr absurdes Zeug erlebt. Ja, nur der. Aber da haben wir auch wirklich Leute gesagt, das ist ja dann schlimm, wenn du so eine Beziehung hast, wo Leute sagen, schau, du kannst gerne vorbeikommen, aber dein Partner oder deine Partnerin, lass den doch mal die heime. Da weiss man dann auch, schwierig. Wenn es schon so gesagt wird. Ja, das, aber im Fall sehr oft, also wirklich nicht so durch die Blume, sondern du bist eingeladen, er nicht. Genau. Aber wenn du noch ins Programm tust, muss mir nicht zu fest. Aber du hast 3 Jahre lang gemeint, die Person heisst so. Und irgendwie durch einen Besuch von einer Kollegin von ihm hast du dann herausgefunden, dass der gar nicht so heisst. Richtig. Aber also der hat schon offiziell schon so geheissen, wie er mir gesagt hat. In allen Dokumenten hat er so geheissen. Aber er hat vorher schon 2 andere Namen gehabt. Und er hat es geschafft, dass zweimal sein Vor- und Nachname geändert worden ist in allen Ausweisdokumenten. Wow. Und das ist dann schon absurd. Weißt, eben, wenn jetzt da es gibt ja auch einen Grund für das, nehme ich an. Ja, aber der hätte ja dann nicht wollen erzählen. Sind ja dann die Alarmglocken losgegangen. Und ich gesagt, es geht dich doch nicht an, wieso ich den Namen 2-mal geändert habe. Genau, das ist. Und halt auch, das hast du dann auch gemerkt, so, das Kollegenumfeld, das mir präsentiert worden ist, das sind natürlich nur immer die gewesen, die den aktuellen Namen kennt haben, weißt? Und dass die eigentlich ein neues Leben, ja. Ja, der hat es komplett neu. Und jetzt wieder. Also der ist zügelt und hat wieder ein komplett neues Leben. Das heisst wieder Leben. Anders. Jetzt heisst er Sabine. Und verschickt Merch für viel Gut. Nein, ich weiß nicht, wie er jetzt heisst, aber also das ist wirklich, da habe ich gedacht, das ist noch, also wirklich so, wie in einem Horrorfilm, das gibt es ja auch, es gibt glaube ich irgend so einen Horrorfilm, wo die es ist ein Uralter mit Jane Fonda, wo sie jetzt so eine Mitbewohnerin und die wird dann immer mehr wie sie und die übernimmt ihr Leben. Und am Schluss ist sie die und zieht dann weiter in die nächste WG. Und hat wie Persönlichkeit übernommen von jemand anderem. Das ist sehr creepy. Ja, das ist super creepy. Ich habe übrigens letztens in einem Film gesehen, kann ich wärmstens empfehlen, The Invisible Man. Mhm. Richtig, richtig geil. Das ist, so eine, das ist aber nicht der Hollow Man. Das ist was ist der Hollow Man mit dem Kevin Bacon? Yeah. So was Ähnliches. Okay. Aber quasi 2020er Version. Mhm. Ja, richtig, richtig geil.
Und Fuck 2020 von Scooter habe ich mir auch reingezogen. Zwei Jahre die lang tolle Doku. Scooter durch die Welt. Ja. Yeah. Genau. Und ich du als großer Scooter-Fan. Ein sehr großer Fan von der lyrischen Kunst vom Herrn Gerdes. Ja, und sagen wir mal so, also jetzt ist ja Scooter mittlerweile wieder komplett neu zusammengesetzt. Also die einzige Konstante ist eigentlich er. Und hinten dran sind ja zwei andere, die das Keyboard bedienen und irgendwie am Sample-Knopf drücken. Und die werden halt so regelmäßig austauscht. Das ist wirklich so ein Schlütersitz, die Position. Und in der Doku siehst du dann schon, also langfristig kann man, glaube ich, schwierig mit ihm, ist schwierig, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Okay. Ja. Weil das zeigt sich daran, also er macht eigentlich, im kreativen Prozess ist er null involviert. Also die anderen zwei schreiben Songs. Ja, macht auf The Harder It Gets. Genau. Nein, er schreibt Lyrics und die anderen zwei machen den ganzen Song. Schreibt er dir selber? Genau. Und wow. sie sind wie so Zulieferanten. Also, ja, was hast du gedacht? Er wirft mit Dartpfeil auf Bücher oder so. Ich denke, da geht ab und zu in Zolli, weißt du, wo die Affen da die einzelnen Wortfetzen zusammenlegen. Ja, genau. Und dann sagt er, okay, das ist dann voll da. Ja. Nein, aber das ist noch lustig. Er hat gesagt, ja, ich schnapp mir da immer wieder mal was auf und so. Und dann hört er was und das findet er lustig und das schreibt er auf und dann will er es in einem Song verwursten. Aber halt die anderen zwei müssen wirklich ihm Songs schreiben und er liest dann einfach aus, weil ich das gut finde und sagt, da muss die Hook noch ein bisschen stärker und so. Ja gut, und, aber das ist ja noch oft. Genau, aber dann ist eben auch, ich glaube, so beim Anreisen, also du hast dann gesehen, so gegen das letzte Drittel von der Doku hat er sich verstritten und hat dann darauf bestanden, dass er ein separates Hotel bekommt und ein separates Backstage. Mhm. Und die anderen zwei haben dann halt wirklich so, böse gesagt, das Ibis-Budget bekommen und irgendwie haben nicht mehr ins Backstage dürfen. Also sie haben dann irgendeinen Raum gehabt, wo man ihnen einen Früchtekorb reingestellt hat, aber sie haben noch nichts ausgesehen. Und erst hinter der Bühne haben sie sich dann getroffen und haben vorher nicht abgesprochen und so. Und die Z-Liste ist ja schon gestanden, aber man hat nicht kommuniziert bis vor dem Auftritt. Und so ist dann, glaube ich, Tour zu Ende gegangen und es ist dann wahrscheinlich nicht mehr so geil. Und der eine ist ja wirklich 12 Jahre dabei gewesen oder so und ist direkt nach der Doku ausgestiegen. Und der andere, glaube ich, nach 4 Jahren. Und meinst du, er selber hat Freude, wenn er die Doku schaut? Hey, das habe ich mich einfach noch gefragt, so... Er kommt nicht immer gut weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob er irgendwie hat können auf den Schnitt Einfluss nehmen oder so. Aber die Doku ist auch sehr unkritisch. Also so, du hörst zweimal, wie er darauf angesprochen wird, dass er jetzt die Situation doch ein bisschen angespannt sieht. Und dann sagt er so, ja, es ist halt wie in einer Ehe und so. Man lebt sich auch mal ein bisschen auseinander und so. Aber schon recht heavy. So gibt's so zwei, drei Szenen, wo du denkst, wow, krass. Gut, ich glaube, bei Rammstein ist ja etwas Ähnliches passiert. Wir sind ja eine Band. Scooter, gut, ich weiß nicht, ob man das Band kann nennen kann. Techno-Band. Aber das ist ja dann auch im ganzen Trubel ist ja dann auch behauptet worden, dass der Herr Lindemann sich schon deutlich von der Band und Gesamtkonstrukt distanziert hat und immer wie mehr eigenes, anderes Leben sich aufgebaut hat, mit eigenem Personal etc. Aber ich habe das Gefühl, es ist unmöglich, dass man das komplett fernhaltet vom Rest von der Band. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ferngehalten ist, es ist mehr einfach... Man hat so ein bisschen weggeschaut. Genau, das ist dann halt, man nimmt es in Kauf, weil verdienst ja jeden oben eine Million. Als einzelnes Bandmitglied. Ja, also, das ist nicht schlecht. Das ist im Fall so lustig bei Scooter, weil der HB hat wie so ein Ritual, bevor er auf die Bühne geht. Er tut im Backstage voll laut sounden und rauchen und saufen und hat dort so einen kleinen Mixer, wo er sein Zeug laufen lässt. Und die anderen zwei haben dann dort einmal müssen mitmachen. Und du hast halt gesehen, wie sie richtig angurkt. Es das ist ich, in Stimmung zu bringen. Das habe ich ein bisschen das Gefühl, wenn Robbie Williams sie Social Media anschaust. Ja. Er ist jetzt wirklich so ein bisschen der alternde Popstar. Der alternde, der trotzdem jung und cool sein will. So. Ja, aber das ist auch schwierig. Und Pop würdevoll zu alter. Genau. Und danach hat er irgendwie sein Glitzer-Basketball-Shirt oder was das immer ist. Und danach hatte ich so ein bisschen Backstage-Party, weißt du? Ja. Und danach hat irgendwie alle eben Tänzer und Sängerinnen, Tänzerinnen, Sänger und so weiter.
Und dann läuft irgendwie ein cooler Song und er ist dann so ein bisschen am Umweiben. Und ich frage mich dann auch, wie fest Bock andere auf so Zeugs haben. In der Comedy hat man das ja weniger, aber es gibt ja auch so ein paar Shows, wo dann so ein bisschen drauf gepusht wird. Habe ich vor allem im Ausland gemerkt, ja. Weißt du, wo dann. Da müssen sich alle schnell versammeln. Ja? Jetzt müssen wir schnell den Kreis machen. Das habe ich alle nie erlebt. Das habe ich schon erlebt. Wo ja. Denn? Nicht Deutschland, nicht Schweiz. Ah, Österreich. Okay. Liechtenstein wäre noch der nächste Tipp gewesen. Und dann wäre ich durch. Knapp Luxemburg. Genau, Luxemburg, ja. Und dann gibt es ein Huddle und dort wird dann nochmal richtig die Energie sich gegenseitig geben und yeah und Dankesrede. Ah, habe ich ja schon in der Schweiz gehabt? Ah, dort bist du nicht dabei gewesen. Das ist ein ganz insane Event. Das ist ein Charity-Event. Und dort ist dann auch so 10 Minuten vor der Show sind alle. Oh, ich glaube, ich weiß welche. Sind alle versammelt worden. Theater? Yeah. Ja, da sind wir am gleichen gewesen, aber unterschiedliche Jahre. Und danach wird. Ah, okay. Ja. Und danach wird schnell die Lebensgeschichte erzählt. Und das ist, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß nur, dass der Moderator dort extrem Energie an den Tag gelegt hat und das ist voll übergeschwappt aufs Publikum. Das war eine super geile Show. Gewesen. Wirklich? Ja, mega, mega geil. Dann haben wir nicht die gleiche gemacht. Okay. Nicht Stifti. Nein, Stifti habe ich auch gemacht, das ist geil. Mega gewesen. Geil. Ja. Okay. Nein. Wird vielleicht mal eine Bühnengeschichte. Dann, okay. Ich bin jetzt gerade mit einem Kollegen aus Deutschland auftreten und habe mich so ein bisschen in seine Kunst verliebt. Und das ist ein mega guter Typ. Der C. Heiland. Ja, Weltklasse. Der ist super. Also, Weltklasse. Falls du dem, ich habe 2 CDs von dem. Folgt dem auf Insta. C. Heiland. Der hat es wirklich verdient. So ein guter Typ. Ich habe ihm 2 CDs abgekauft. Wirklich? Ja. Hast du eins, der hat irgendeinen Song drauf, den er dort dann an dem Abend auch gemacht hat. Irgendwas mit, damit Schönheit, Schönheit ist vergänglich. Aber sie war ja niemals da oder irgendwie sowas. Yeah. Bei dir war sie niemals da oder so. Es hat wirklich so. Und einfach mal Fresse halten ist auch ein super Song. Ja. Der spielt er ja oft im Set. Ja. Ja. Es war so lustig, er hat dann auch CDs verkauft und dann hat jemand ihm wollen PayPalen und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat er mir, die Person hat es mir dann twintet und er hat ihm CD gegeben und ich habe mir am nächsten Tag 20 Stutz gegeben. Hat er in der Schweiz gespielt? Er hat in der Schweiz gespielt. Ah, ja. Wirklich? Ja, 3 Shows, Comedy Festival, Comedy Magic Festival. Ah, von Peter? Ja, von Peter. Hörmann? Ja. Weltklasse. Sehr, sehr geil. Ja. Yeah. Und der andere hat geheißen Heinrich Lacroix oder De Lacroix, das hat so einen komischen französischen Nachnamen. Auch mega geiler Dude, ist so aus dem Raum Rottenburg ist der her. Und das ist so eine Bayern, nein, sagen wir, was ist dort unten noch, Bundesstaat, Baden-Württemberg-Koryphäe, also der kennt man, der ist dort mega berühmt und spielt eigentlich nur dort und dann mal noch irgendwie 2-mal im Jahr in München im Schlachthof und that's it. Und der muss eigentlich nicht, also wenn du den auf Berlin stellst, der funktioniert, aber der kennt der kein Mensch und der ist super geil gewesen. So eine Nummer gemacht, wie er zum Zahnarzt geht, aber mit so ganz vielen Props. So eine Bohrmaschine und was weiß ich. Und ich hasse ja sonst so Prop-Comedy, aber der hat das mega geil gemacht, wirklich. Und die Leute sind sowas von abgegangen. Und halt auch der C. Heiland mit seinem Omnicord, das ist so das Musikinstrument aus den 80er Jahren. Ja, der Johnny Byrne hat das ja gehabt. Wirklich? Ja. Die sind ganz schwierig zu bekommen. Und dann habe ich mit ihm eben darüber geredet und er hat gesagt, ja, er wüsste von ihm und glaube noch jemandem, der auch Omnicord auf der Bühne hat und eben oft sind sie die Einzigen, die dann irgendwie bei so einer Versteigerung drum bieten, damit man das noch kriegt. Und das ist so eine Mischung von Keyboard, Beat Machine, was weiß ich, wo, irgendein asiatisch, das es damals. Ist aus Japan, 1982, genau aus den 80er. Vorgänger vom Keyboard im Grunde genommen. Und das gibt es irgendwie nicht mehr. Ja. Und es wird, aber jetzt anscheinend gibt es wieder eine neue Auflage. Irgendeine Firma wird das wieder neu machen. Ah, schau, so geil, wenn du nach Omnicord suchst, findest du ihn gerade. Ja, du hast Heiland, nach Heiland, okay. Genau. Ja. So ein guter Typ. Genau. Und, sehr, sehr fein. Ist dann, und ich finde eben bei dem ist wirklich für jeden was dabei, comedy-technisch, das ist so, hat sowohl brillant Intelligenz-Zeugs, aber dann auch super doof.
Und je nachdem, wie das Publikum ist, zieht er dann halt den Schubladen auf super doof. Mhm. Und bedient sie mit dem. Und das habe ich irgendwie sehr schön gefunden. Ja, es ist ja eigentlich Intellektuelle, die Comedy macht. Richtig, oder? Und das kann man ja dann mal so anpassen. Genau. Ja. Und dann eben schon, dann hat er erzählt von irgendwelchen Auftritten, wo er hat müssen, die sagen alle so Ladies gewesen, zwischen 20 und 25 auf Junggesellenabschied. Mhm. Und dort kackt er halt dann voll ab. Weißt, es ist so lustig, wie er das erzählt hat. Das halt wie, hat er dann auch gemerkt, das ist irgend so Brunch war am Morgen und er hat nach einer halben Stunde abgebrochen. Und dann hat der Veranstalter gesagt, gib aber kein Geld. Ja, ist mir egal. Dann sind wir wieder heim. Das habe ich richtig geil gefunden, wie er so Geschichten erzählt. Und halt wie der deutsche März spielt. Das ist ja so krass, wie Deutschland anders funktioniert als die Schweiz. Ja, aber das ist wirklich krass. Ja, also zum Beispiel ist es wirklich extrem wichtig, wie das Programm heisst. Mhm. Das kratzt ja da niemand. Und zum Beispiel auch, hat er gesagt, er darf nicht aufs Poster mit dem Omnicode, mhm. Weil sobald die Leute sehen, Musik und so, kommen sie nicht. Yeah. Ja. Ja, ja. Ja, der Titel und was ich in Deutschland gern machst, ist irgendwie die thematisch auf etwas festlegen. Ja. Das ist dann auch schon ein Titel. Richtig. Und am besten hast du, auch wenn es nur 10 Seiten sind, noch ein Buch dazu. Ja, genau. Wo du dann nach der Show verkaufst. Wo thematisch zu dem passt, oder? Sie Solo heißt wahre Schönheit kommt von außen. Mm. Ja. Und es muss, das ist mein Auffall, in Deutschland muss der Gag immer schon im Titel ersichtlich sein. Ja. Entweder das Wortspiel oder eine Parodie auf irgendein bekanntes Sprichwort oder so, aber anders geht es gar nicht. Das ist absurd. Zero könnte man es nicht nennen in Deutschland. Nein, gut, wahrscheinlich weniger. Ja. Hast du jetzt eigentlich einen Aufhänger gefunden, warum das Zero heisst? Will ich noch nicht haben. Also, naja, bin gespannt. Ja, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an was es aufgehängt wird, aber ich habe das Gefühl, es muss gar nicht an dem aufgehängt sein. Mm. Darum habe ich auch bewusst so einen Titel genommen. Also auch schon Halbidiot. Halbidiot hat jetzt... Ja, aber das suggeriert zumindest Comedy oder, yeah. Oder irgendwie, keine Ahnung, Selbstironie. Viel gut Comedian, ja. Komme ja daraus, dass Comedy ist. Ja, yeah, Stand aber Zero, auf. Ja, Stand auf könnte auch sein, irgendwie so der neue Dienst von der Spitex. Kommt irgendwie immer am Morgen um 8:30 und macht das als Morgenbrötchen. Ja, oder kann natürlich auch ein Song sein von. Vom Baschi. Baschi, Ritchi. Um Energy zu retten. Genau. Baschi, Ritchi, Stress. Ja, genau. Und Stand Seven. Auf. Aber dort ist das Problem gewesen. Ich könnte da ja nehmen für das Programm, ja. Aber es ist eben Stan auf. Ah. Dann habe ich gefunden, nein, das ist mir schon zu weit weg. Nein. Ja. Ich habe gewusst, Stand auf funktioniert in der Nordwestschweiz und im Bündnerland funktioniert es ja. Gut. Der Rest von der Schweiz ist, es ist Schreibfehler. Nein, das ist natürlich auch wegen dem Stand-up, oder? Mhm. Das ist ja wirklich das F, sieht ja fast aus wie ein P, mhm. und so. Jetzt habe ich gerade seinen Namen geblankt. Danziger. Ja. Dem sein Programm hat geheißen, was machen Sie eigentlich tagsüber? Ja. Das habe ich einen großartigen Titel gefunden. Ein guter Titel. Ja. Oder das vom Johannes Dulin hat doch geheißen, komm vorbei und bring einen Freund. Ja, ja. So, das ist ja recht geil. Und das Neue heißt Mainstream Comedy, was ich auch großartig finde. Ah, das ist auch so ein guter Tipp. Mittlerweile, ich entwickle so eine Liebe für Leute, die auf der Bühne absurdes Zeugs machen. Ja. Wie ich wünschte mir, das würde bei mir funktionieren, aber es geht nicht. Ich sehe einfach irgendwie zu normal aus, um jetzt so absurdes Zeugs zu machen. Ja, und das musst du ja wirklich mega lang aufbauen. So. Genau. Und absurd musst du natürlich viel können aushalten, im Sinne von, wenn du das ja probierst, dann können wir ja kein Lachen. Genau. Das sind ja nicht klassische Nein, und du Punchlines. Musst, und du musst wirklich mega fest dein Publikum finden. Ja. Ja. Weil ich meine, eben du, Lin, ich habe immer bewusst ihn bei Comedy & Balz immer wieder reingebucht. Ja. Obwohl nie Stimmen so laut gewesen sind wie bei ihm, einzelne. Ja. Den will ich nie mehr sehen. Weil er spaltet halt effektiv, ja, das Publikum. Ja. Und zwar die eine Hälfte brüllt vor Lachen und die andere Hälfte
kann nichts damit anfangen. Ich habe mal gesehen, Balz hat irgendeine Nummer gemacht mit Rasierschaum, die sich dann ins Gesicht geschmiert hat. Und ich habe es grossartig gefunden. Wo noch der Vogel hat. Ja, der Vogel hat dann auch noch Rasierschaum. Genau. Ja, es ist so absurd. Und zum Beispiel der Bo Burnham nennt einen von seinen Lieblingen, und das ist, ich glaube, ein Holländer gesehen. Und dann habe ich mal auf ein Zeugs von dem schauen. Wo auch ein bisschen Musik macht, aber eigentlich einfach ein Absurdist ist. Mhm. Und ich habe mich weggeschmissen. Das ist so geil. Aber es ist, ich frage mich dann dort, einerseits braucht man wahrscheinlich schon ein bisschen humoristisch die Veranlagung und andererseits ist es ja dann, glaube ich, auch, geht mir so, ich sehe viel Stand-up und ich habe selten noch etwas, wo ich so finde, boah, das überrascht mich jetzt. Mhm. Das kickt jetzt nochmal von einer anderen Seite rein. Und bei Absurdem hast du das halt, oder? Das, genau, und lustig ist, dass es oft Leute sind, die extreme Bühnenangst haben und darum so eine Figur kreieren. Also das hat mir zum Beispiel der C. Heilang gesagt, so, ich als mich selber finde es ganz schlimm, auf einer Bühne zu sein, aber wenn ich mich in das absurde Ding reinstürze, ist es voll easy. Ja. Ja. Und das ist zum Bleiben beim Johnny Byrne das Gleiche gesehen. Die Figur Johnny Byrne hat es hauptsächlich gegeben wegen der Nervosität. Und der hat ja auch eine Zeit lang das Comedy in Madeleine in Luzern, wenn er eigentlich eben nicht mehr Material gehabt hat, hat er einfach eine Figur gespielt. Absurdeste Scheiß gemacht. Ja. Wo der Neumeier ist dabei gesehen. Und der hat dann irgendwann sogar aus dem Off reingeschraubt und gesagt, jetzt ist es langsam gut. Da bin ich dabei gewesen. Bist du dabei gewesen? Ja, da hat Neumeier hat so eine Hitler-Nummer gespielt, dass der Hitler-Gruß wieder zurückkommt. Genau. Ja, da bin ich dabei gewesen. Genau, und zwar im Sinn von aneignen, im positiven Sinn, zum die Macht wegnehmen von den Nazis. Genau. Ja. Ja, und dann so am Morgen beim Bäcker, hallo, hi Hitler. Und genau. Ich krieg zwei Brötchen. Ja, das war super gewesen. Ja. Mega. Und dort hat auch, nein, er hat nicht gesagt, jetzt ist cool, dass er, dann mach doch jetzt mal. Oder weißt du, irgendwie so. Es hat ihn einfach auffressen, weil er gesagt hat, es ist ihm so unangenehm gewesen. Ja, ja aushalten. Ja, dass, der C. Heiland hat erzählt, in Deutschland hätte es einen Comedian gegeben, der mache ich jetzt aber keine Comedy mehr, irgendein politischer Kabarettist. Und der hat, die eine Hälfte vom Solo hat er hinter der Bühne gespielt. Also man hat gar nicht gesehen, hat einfach ins Mikrofon geredet von hinter der Bühne. Ja. Wie absurd. Der Josef Hader hat auch mal ein Programm so gehabt. Okay. Das ist aber, ich weiß nicht wie lange, aber vielleicht so 20 Minuten, 25, keine Ahnung, ist auch noch aus dem Off. Recht lang. Ja. Why not, wenn du kannst? Also, ist ja geil. Ja, und ich meine, das Gleiche ist ja so, weißt du, James Acaster, oder? Wo die ersten 15 Minuten am Boden liegend macht. Aber und dann glaub, im richtigen Moment aufsteht. Die Schweiz ist einfach zu klein für sowas. In der Schweiz muss es halt dann schon mainstreamig sein. Weil es gibt zu wenig Leute, die dann das Absurde so feiern, dass du heute voll bekommst. Ne? Ich glaube, es geht. Ein von meinen grossen Helden ist ja der Rolf Schmidt. Red mal weiter. So, muss man so ein Schöckchen mach mal die Geschenke auf. Ja. Ein von meinen grossen Helden ist ja der Rolf Schmidt. Wo die Leila gefragt hat, nein, ist gerade gut, danke. Wo die Leila gefragt hat im letzten Part, wer denn so Teil von der Comedy-Familie ist, habe ich, glaube ich, Rolf Schmidt nicht erwähnt. Darum ist es mir ganz wichtig, dass ich ihn jetzt nochmal zusätzlich erwähne. Ihr macht noch ein bisschen mehr Geräusche mit dem Papier. Oh, das ist aber gut. Ich liebe das, wenn man im Podcast isst. Habt ihr schon mal einen Schoki-Sponsor gehabt? Nein. Mm. Ich glaube, Toblerone hat auch kein Interesse bei uns. Oh, aber man kann es probieren. Toblerone finde ich ein toller Brand. Mach doch du einen Podcast, wo du Toblerone. Hast. Ja, einen! Ah ja, stimmt, du hast jetzt einen. Ich müsste Werbung machen für das, wenn ich schon da bin. Mm. Ich mache es in Show Notes, sehr gut. Wie Apple liest. Ich weiß selber nicht, wie er heißt, ist gut. Okay. Aber bei mir ist kein Laber-Podcast. Wir haben richtige. Die auf jeden Fall der Rolf Schmidt. Ja, fick die doch. Der eine kann ich Promo machen für irgendetwas und dann wird es mir noch. Ich tue die Show Notes rein. Ich hätte auch können sagen, wir schicken allen ein Mail, was drin steht. Wir hauen noch ein Newsletter per Fax raus. Nein, erzählt, die haben Experten. Mhm. Zum Thema künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Jawohl. Der Podcast heisst Champa Digital. Wird moderiert von Jessica Reust und mir. Und Jane Mumford kommt in der neuesten Episode vor.
Ah, wirklich? Ja, und zwar, weil wir haben ein Tool getestet, wo dir eine künstliche Intelligenz sagt, welche Jobs für dich auch noch geeignet wären. Und wir haben gedacht, wie lustig wäre das, wenn man halt von so einer Künstlerin die Fähigkeiten reinhauen, mal schauen, was da rauskommt. Weil bei mir zum Beispiel, ich habe ja eingegeben Journalismus und Comedy und dann so Zeugs, so Soft Skills, ich kann Auto fahren und was weiß ich. Und dann kannst du nicht wirklich. Mol, hallo. Du machst es auf zur Seite. Ja, das, aber ich kann es ja trotzdem noch nie einen Unfall gehabt. Hast du Angst dabei? Nein, das stimmt, ich fahre einfach nicht gerne. Ich finde es sehr entspannend. Okay. Ja, genau. Jedenfalls, bei mir ist herausgekommen, dass Tourismus Arosa sucht jemanden, der in ein Maskottchen reinsteht und auf den Pisten Leute zuwinkt. Das könnte ich mit meinen Qualifikationen könnte ich das machen. Und genau. Und dann haben wir gedacht, das ist ja super absurd, aber wir haben halt wollen, dass jemand anders nebst den Hosts das Ding auch noch ausprobiert und darum haben wir es dann mit der Jane gemacht. Wo ja schon extrem viele verschiedene Sachen macht. Das eben, ist ja noch cool, also ja. Bei der, die hat ja noch viel mehr Talent. Ja? Yeah. Okay. Aber du tust natürlich jetzt nicht spoilern, was rausgekommen ist bei ihr. Natürlich nicht. Okay. Das muss man hören. Sehr gut. So, zurück zu dir, Rolf Schmid. Ja. Yeah. Rolf Schmid ist ja ein grossartiger Absurdist. Ja, stimmt, ja. Aber er verpackt es halt, er macht ja wirklich zum Teil einfach Story, auch schon eine absurde Story, also wo sehr, sehr klar, sehr schnell, sehr klar ist, das kann nicht wirklich passiert sein. Dann macht er aber irgendwie ein paar gute One-Liner dazwischen und wo ich jetzt mit ihm gespielt habe im Sommer, hat er eine kurze Nummer gehabt. Und der eine oben ist die Janik auch gekommen, dann gesagt, hey, ich schaue den, heute oben schaue ich den vom Publikum nach meinem Set. Und dann hat er, ich habe es immer nur Backstage gehört und ich habe dort schon gedacht, okay, das tönt gut, aber ich habe es natürlich noch nie gesehen gehabt. Und er sagt, jetzt kommt ein großes Highlight von diesem Programm, wo ich schon sehr viele Highlights habe. Und zwar seine Moskito-Imitation. Und ich habe dann halt immer nur gehört, was passiert. Und dann habe ich es zum ersten Mal gesehen. Dann zieht er so einen roten Helm an mit so einer dummen Brille. Und dann nimmt er einen Luftballon, den er aufbläst. Und dann lässt er da so quietschen. Und dann bewegt er sich mehr so wie so ein Balletttänzer. Ja. Aber halt so, wie er aussieht. Und tanzt so ein bisschen auf dieser Bühne um. Das ist seine Moskito-Imitation. Das ist also geil. Und ich habe fucking Tränen gelacht. Und dann bin ich zu ihm und gesagt, also deine Moskito-Imitation, die hat mich so gekillt. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe gewusst, dass du drinnen hockst, dann ist sie extra noch ein bisschen länger und ein bisschen blöder gemacht. Das ist jetzt schön. Also wirklich, weil manchmal ist man ja Künstler und manchmal ist man Dienstleister und er extra für dich noch mehr Dienst geleistet. Ich glaube, für ihn ist das eben der Kunstteil. Aber das ist eben der, wo die Leute, die kommen für den schnelle, kurze Lacher. Ja, die kommen dort auf ihre Kosten. Die sind dort ein bisschen verloren. Nein, das ist doch. Bei so einem absurden Ding sind die dann ein bisschen verloren. Moskito, das ist nicht. Okay. Das ist eben, dort merkst du dann, dass für das Gesamtpublikum. Ja, für das Gesamtpublikum. Ja. Dann brauchst du dann schon zwei, drei, die richtig anlachen. Okay. So. Aber eben, es geht eine Minute. Und danach kommt die nächste Geschichte. Also weißt du, ich glaube schon, dass es in der Schweiz geht, wenn man es quasi als Prise zwischen Mainstream. Genau. Jetzt machen sie es mit schwarzem Humor. Das muss man auch so ein bisschen. Genau, dass du ganz selten mal einen normalen Joke drin hast. Umgekehrt. Genau. Ja, so, wir sind schon über eineinhalb Stunden. Ja, dann ist glaube ich langsam gut. Nur noch schnell, wie kommst du voran mit deiner eigenen Programmplanung? Sehr gut. Planung im Frühling. Frühling Premiere? Ja, im März. Im März. Ich habe einen tollen Regisseur. Das ist ja wirklich, muss ich sagen, das ist nämlich meine erste Wiederbuchung als Regisseur. Das heisst, gänzlich... Das sehr für mich. Gänzlich falsch. Dass ich faul war, um einmal zu googeln, wer das sonst noch machen würde. Gänzlich falsch kann es beim ersten Mal nicht gelaufen sein. Nein, ich war bis jetzt fertig. Sehr gut. Und das Mal, also ich glaube, das Mal ist wirklich so, also das interessiert ja niemanden, der jetzt nicht irgendwie sonderlich Comedy-affin ist, aber ich glaube, das Mal ist wirklich so die Luxusvariante, dass ich muss überlegen, was lasse ich weg und nicht was... Was muss ich noch schreiben, um das noch irgendwie aufblasen? Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also, roten Faden sehe ich noch null, aber das müsstest ja dann du machen.
Und ich suche im Moment Inspiration auf wie ein Schwamm und denke dann am Lauf, oh, das ist geil, also irgend sowas in die Richtung müsste ich auch noch machen. Jetzt gehe ich morgen den Kilian Ziegler schauen und dann am Freitag dich. Ah, ja, 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 Freitag in der Woche. Ja, heisst, also bis der rauskommt, ist das dann gesehen, dann können wir sagen, genau. Legst du das ein geiles Tryout gesehen. Das wird, kommt das schon nächste Woche? Das kommt sogar noch später. Warte jetzt denn? Gestern kommt der Freitag. Freitag in zwei Wochen. Ja. Sehr gut. Dann ist eigentlich alles gesagt. Ich sage meiner Mutter am Telefon immer, ich habe auserzählt. Und dann hängt man ab. Schön, ja. Das habe ich schon ein paar Mal gedacht bei dir. Du bist ein guter Telefonist. Aber wenn fertig ist, dann ist schnell fertig. Mhm. Es gibt andere, die machen ja dann noch. Also tschüss, ciao, mach's gut. Sorry, das Leben muss ja dann weitergehen, genau, muss pissen, irgendwas. Ich kann dir selten noch einen schönen Tag wünschen, den hast du nämlich schon aufgelegt. Ja. Ja. Genau. Und so machen wir es auch jetzt. Danke. Danke dir. Danke, Christoph. Danke, Christoph. Alles Liebe, bis bald. Alles Gute. Peace. Oh,